hyper, hyper. Popsongs, liebe Freunde des guten Tons, willkommen im Reich der Schmerzen und des Grauens. Ja, wir werden heute Abend dahin gehen, wo es wirklich wehtut. All diese Songs, ja, diese Ausgeburten der Hölle, die man überall hört, im Radio, im Fernsehen, im Supermarkt, aus Handys klingeln hört. Man kann ihnen nicht entgehen. Und all die werden wir heute Abend natürlich zeigen. Über 500.000 Menschen haben bei ProSieben auf der Seite abgestimmt. Und wir zeigen alle. Wir zeigen die oberpeinlichsten Ohrwürmer. Wir zeigen die schmalzigsten Schlagerschmonzetten. Und wir zeigen die Rocksongs. Alle werden heute Abend ihr Fett wegkriegen und dazu haben wir Spezialisten eingeladen. Spitzenkräfte, meine Damen und Herren. Ich begrüße ganz herzlich die eine Dreiste, Mirja Böß. Ja, Hammer. Die Pop-Power-Fachfrau vom Nachrichtensender MTV, Anastasia. Der Mann, der heute die ganz, ganz schnellen Schuhe angezogen hat, der Eintänzer und Eurythmiker, Olli Pocher. Und der Meister des leisen Witzes, der sensible, einfühlsame Gutmensch, Ingo Appel. Vielen Dank. Danke. Ganz gebrauchen, vielen Dank. Das tut mal wieder ganz gut. Ja. Ja. Wie ist das bei euch? Sag mal, gibt es für euch auch so Ohrwürmer, deren ihr euch nicht erwehren könnt, die euch zum Wahnsinn treiben? Ja, gibt es irgendwelche für super mich jetzt persönlich? Ja. Es gibt noch eine Jugenderinnerung. Ich weiß noch, damals gab es dieses eine Lied von Lucy Electric. Das hieß, weil ich ein Mädchen bin. Weißt du, weil ich ein Mädchen bin, weil ich ein Mädchen bin, weil ich ein Mädchen bin. Und schon dieses Mecker, dieses Mäh. Ja, da muss ich mal an diesen Witz denken. Kennst du den? Warum? Ja, pass auf, der geht so. Warum sagen Männer zu ihren Frauen oft Schatzi? Ich kann es ahnen, aber sag's ruhig selbst. Pass auf, weil sie sich nicht entscheiden können zwischen Schaf und Ziege. Hey, was? Hey. Aber ich muss. Mirja, gibt's für dich oberpeinlichen Ohrwurm? Ich gucke ja schon ein bisschen in die Zukunft und ich nominiere jetzt schon als peinlichen Song den neuen Song von den Superstars. Also den, egal, ich habe ihn noch nicht gehört, ich kenne ihn nicht, aber ich werde ihn jetzt schon nervig finden. Anastasia, bei dir. Welches ist der Song, den du mal gemerkt hast? Und der kommt dann zur zweiten Staffel Comeback natürlich. Opus, na 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 na. Wie hieß denn das nochmal? Life is life. Na 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 na. So ein Scheiß. Haben wir dabei, kann ich schon versprechen, meine Damen und Herren, ist unter die Top 100 gekommen. Und Olli, bei dir? Mir ist eigentlich scheißegal. Hauptsache, es gibt keine CD von dieser Sendung. Aber kaufen Sie morgen gerne die Hitgiganten. Danke. Aber es gibt Klingeltöne. Hey. Ja, nein, doch. Man kann sich, Sie können sich, meine Damen und Herren, auf der ProSieben-Seite im Internet können Sie sich einige ausgesuchte Titel runterladen als Klingelton in numerisch geordnet, also ABC, EFG und so weiter und so weiter. Also noch nicht in der Reihenfolge, die Sie gewotet haben. Und wenn Sie kein Internet haben, dann können Sie das über die ProSieben-Videotafel 588 machen. Da wird man Sie weiterleiten, wenn Sie kein Fernseher haben, uns aber trotzdem sehen, dann stimmt irgendwas mit Ihrem Radio nicht. Aber das wollen wir ja nicht hoffen, denn hier sind Sie, meine Damen und Herren, die noch nicht ganz so nervigen Plätze 100 bis 96. Platz 100. Night Fever von den Bee Gees. Die kastrierten Disco-Kugeln. Wenn man die nachsingen wollte, haben wir dann einmal vor seinem... Das beste Lied der Welt. Ich verstehe nicht, was das hier zu suchen hat. Dazu habe ich mich wund getanzt. Ein Traum. Platz 99. Without You von Mariah Carey. Die mopsige Heulsuse. Oh,
Mariah Carey, da dürft ihr mich gar nicht drauf ansprechen. Was ich nämlich nicht mag bei ihr, sind diese Koloraturen, die sie immer singt, um jedem zu beweisen, was sie kann. Ich habe immer das Gefühl, da zieht mir jemand die Haut ab, wenn die singt. Ja, so ganz langsam und... Also es bereitet mir körperliche Schmerzen, wenn die singt. Platz 98. Voyage, Voyage von Desiree Less. Der Einweg-Kalkeimer. Voyage heißt ja gute Reise oder sowas, ne? Aber die Frau, die war so furchtbar hässlich. Wie kann man nur so hässlich sein? Ja? Es gibt ja nichts Hässlicheres, was ich je im Leben gesehen habe. Gute Reise. Unvorstellbar hässlich war die. Platz 97. Boom, 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 boom von den Venga Boys. Die Boom, 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 Bums-Hymne. Boom, boom, boom. Da, 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 da. Boom, boom, boom. Ich finde es textlich extrem anspruchsvoll und ich habe es nicht genau verstanden und deshalb mochte ich das Lied. Die Sängerin ist hot. Hat durchaus Potenzial für feuchte Träume, finde ich. Und dann, wenn man es dann im Radio hört, dann kommt natürlich das schreckliche Erwachen. Platz 96. Ballade pour Adeline von Richard Kleidermann. Der geföhnte Schleim nach Noten. Ballade pour Adeline ist für mich besonders traumatisch, weil ich ja in meiner Jugend Heimorgel gespielt habe und wirklich auf meine Heimorgel einen Klaviersound eingestellt habe und dann Ballade pour Adeline gespielt habe, während meine Mutter gebügelt hat. Man kann sich vorstellen, wie schlimm meine Jugend war. So schlimm war es. Also ich glaube, ihn persönlich nervt es mehr, wenn er immer dieses Lied spielen muss, als dem, der das hört. Ich glaube, irgendwann schneidet er sich die Pulsadern auf, wenn er nochmal dieses Lied spielen muss. War das schön. War das schön. Nein. Ja? Richard Kleidermann, ja? Ja. So eine Art Paul Kuhn auf Französisch, der schlimme Pflegefinger am Klavier. Ingo, du magst ihn besonders gerne, oder? Ja, ich musste ja. Ich habe ja früher als kleiner Bengel, also als ich noch ein bisschen jünger war. Ich habe im Übrigen hier die Originalplatte liegen. Hey. Hier ist sie drin, hier ist sie drin. Die ist so schleimig, die ist zwischen mir, dass sie sogar hier verbogen ist. Da drin. Also das ist so heiß, also das ist immer der Hüpfer da drin. Also es war wirklich eine heiße Zeit. Ich weiß, ich wollte ja immer die Frauen anmachen. Man sagt immer, du musst Klavier spielen können. Ich hatte dann auch so mein Mädchen, wenn ich zu Hause, ich hatte immer so unter bürgerlichen Frauen immer gewildert und dann zu Hause immer am Klavier gespielt. Und die Muttis waren aber immer hingerissen. Das war genau das Problem. Die haben die Kinder immer aufs Kinderzimmer geschickt und gesagt, du bleibst noch ein bisschen länger, du hast ja noch Zeit, mein Mann ist gerade auf Dienstreise und dann ging das ab. Also das war schon ziemlich hart. Wie Madonna immer so schön sagte, nimm dir einen 19-Jährigen, der weiß zwar nicht, was er tut, aber er tut sie die ganze Nacht. Ich hatte eine harte Jugend hinter mir. Das war hart. Aber schön. Sehr schön. Sehr schön. Meine ersten feuchten Erlebnisse. Auf 99 die singende Blaupause von Whitney Houston, die manische Hochschläferin Mariah Carey. Ich finde sie eine tolle Frau. Anastasia, ich glaube, du hast sie mal getroffen. Das ist spitze, oder? Ja, ja, ist ja so MTV-Thema. Ich weiß nicht, bei Viva wohl kaum. Na, no, bei uns war sie auch. Doch, tatsächlich. Ja, ja, klar. Okay, schon klar. Also bei uns war sie natürlich auch zum Interview. Ja. Und eine ganze Stunde übrigens. Ja, bei mir nur 10 Minuten. Ja, siehst du? Ja. Wir wissen schon warum. Auf jeden Fall, Mariah ist halt schon wirklich eine arme Sau. Also sie kann einem wirklich leid tun. Die bewegt sich nicht. Alles wird in Bewegung gesetzt. Haare, Nase pudern, Beine umlegen, besser so sitzen. Aber eins habe ich da gesehen, das habe ich vorher noch nie gesehen. Du machst jetzt mal mit mir, ja? Also ich bin Mariah und sagen wir mal, ich hätte jetzt falsche Titten, ja? Und ich würde jetzt so auf dem Sofa liegen, weil die macht ja nur liegende Interviews. Und aber hat Mariah Carey den falschen Titten? Nein. Ja, nein. Doch. Ach was, das kann doch nicht sein. Doch, die hat doch riesen Das kann doch nicht sein. Soll, oder? Die hat, also komm. Und hast bei ihr? Die sind so, wie soll man, also, ja, Entschuldigung. Na ja, gut, wenn man sich gut ernährt, natürlich. Ja, als Bauch. Es gibt zwei verschiedene Modelle. Die da so wie bei Nadel so nach oben und dann welche, die so nach außen driften. Und bei Mariah driften sie nach außen, vor allem wenn man liegt, so, ne? Dann kam so kleine Hundenasen. Ja, so ein bisschen. Und dann kam halt so ein Typ mit der typischen Handbewegung. Was hat der gemacht? Mach mal, ja. Ich jetzt hier? Ja, und zwar immer wieder so, dass die nicht an die Seite fallen. Aber da ist ja, Moment. Der hat die Dinger zusammengeschoben? Genau. Der hat, also es gibt einen Beruf des Tittenschiebers. Ja, Schieber. Ja. Natürlich. Ja. Sehr geil. Nein. Also hör mal. Das ist immer geil. Ja.
Nach jedem Link. Weil andere Frauen sind da geschickter, die arbeiten mit Gas, dann werden die vorher aufgepustet, dann schweben die. Aber wenn man das zusammenschieben kann, ist nicht ein geiler Job. Aber Kollegen, die glaube ich auch mit Gas gearbeitet haben, sind auf Platz 100, nämlich die Bee Gees. Ja, es klingt so, wie singen die Mickey Mäuse, als hätten sie Helium geschluckt. Ich habe die eigentlich weiter vorne noch erwartet. Damals, das war ja 78, also für uns waren wir ein bisschen unsicher, weil wir haben geglaubt, also Frauen kriegen nur Typen mit verlorenen Eiern, weil die so Jungstimmen hatten. Das war natürlich ein Irrtum. Habt ihr die damals auch erlebt? Ich kenne die gar nicht. Also für mich sind die waren Bee Gees B3 natürlich. Ja. Und die finde ich auch toll, B3, die waren super. Also gerade als Grazia mit dem einen zusammen war und nicht gemerkt hat, dass er schwul war, das muss einem erstmal passieren. Ja. Aber sie fand es am Anfang total süß, dass er nicht sofort mit ihr pimpern wollte. Das fand ich eigentlich. Die Masche habe ich mir jetzt auch zugelegt hier in Köln. Die super Männer und kreisen Frauen haben wir auch bei unseren Plätzen 95 bis 91. Platz 95, Barbie Girl von Aqua, die dänischen Plastikpopper. Aqua, ich finde, den ganzen Haufen sollte man ersaufen. Nicht ersaufen, wieder verwirten. Die PVC-Prinzessin steht bereits als Tetrapack im Aldi. In a Barbie World. Ich finde Barbie schon ohne Barbie Girl scheiße. Deshalb war dieses Lied für mich ein traumatisches Erlebnis, dass man jetzt auch noch ein Lied über eine magersüchtige Frau singt. Platz 94, Alalalalong von Inner Circle, das lallende Dreadlock-Monster. Inner Circle, das war doch, glaube ich, ein Titelsong für irgendeinen Pornofilm. Alalalalong, alalalalong, long, 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 long. Oh yeah, oh yeah. Platz 93, Don't Worry, Be Happy von Bobby McFerrin. Der triftige Grund, sich gute Laune abzugewöhnen. Be happy. Ich persönlich immer versetzungsgefährdet. Dann auf dem Schulhof sehe ich so Streberleichenmädchen, die dieses Lied singen. Ja, da kommt die Botschaft nicht rüber. Da kriege ich Aggressionen, wenn die das singen. Bin ausgerastet. Das war meine persönliche Aggressionshymne. Weil das immer so diese Grinsekatzen gesungen haben. Ja, Bobby McFerrin ist ein großartiger Jazzsänger, ja, und Künstler. Aber mit dem Ding hat er wirklich meine Nerven blank gelegt. Ja, und zwar relativ schnell. Platz 92. Everything I Do von Bryan Adams. Kein Sex, keine Drugs und erst recht kein Rock'n'Roll. Welche Frau träumt nicht von einem Mann, der alles für sie tut? Ja, Bryan Adams ist ein echter Frauenversteher. Also Bryan Adams, also damit konnte man mich jagen. Ich fand nur diesen, der sich immer The Boss nannte, wie hieß er noch? Bruce Springsteen, nur den fand ich noch schlimmer. Also das waren so Musikrichtungen, mit denen konntest du mich jagen bis sonst wohin. You know it's true, everything I do it for you. Das ist eine schlimme Singkultur geworden, meine Herren. Gewöhnt euch das doch bitte mal ab. Platz 91, Sabadak von der Saragossa Band. Die Spaßgranaten, die nicht zünden. Ich glaube, die Saragossa Band war einfach irgendwie so ein Flur aus irgendeinem bekloppten Heim, was sie entlassen haben und mit denen dann 12 Karnevalslieder aufgenommen und dann wieder eingesperrt. Sabadak, Sabadak. Sabadakapoda, Sabadak. Sabadak. Sabadak ist das Ende des deutschen Partykellers, wenn der Papi an die Nachbarin greift. Das ist immer noch, da habe ich Bilder vor mir, nicht aus meiner eigenen Familie, aber von anderen Menschen. Sabadak ist der Untergang des Vororts. Oh, 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 scheiße. Ja, scheiße. Es ist wirklich wahr. Sabadak ist der Untergang des Vorortes. Ich komme aus Bielefeld, da ist eh schon ein Vorort. Und dann gab es noch einen Vorort, der hieß Sieker und noch einen, da waren nur ein paar Häuser. Also da ging wirklich 1979 die Post ab. Wie war es bei euch, Ingo? Du hast das ja auch noch bewusst erlebt. Ich habe das noch live erlebt, im Gegensatz zu Herrn Pocher. Ich war live dabei, ich musste da durch. Wir haben das ja auch auf den Schulhöfen gesungen. Das ist eigentlich wirklich, das ist ja das Schlimme bei solchen Songs. Es nervt eigentlich deswegen, weil man sich so schämt, dass man sie wirklich gesungen hat. Wir sind auf den Schulhöfen so, und wie immer, Schlabbersack.
Schlabersack und das gibt's immer noch. Es ist unglaublich. Das wäre eigentlich eine schöne Vorlage für den Kübelberg. Der müsste eigentlich drauflegen. Kakerlack. Der Titel, der auf Platz 93 ist, der ist quasi auch zu einem Durchhaltesong für den ersten FC Köln geworden, nämlich Don't Worry, Be Happy. Von Roy McFerrin, Ingo. Ja, das ist ja auch wieder so. Das ist ja eigentlich der Song von Helmut Kohl gewesen, oder? Bamberry, be happy. Ich mach halt die Weiber klar. Ich greif mir halt die Angela. Bamberry, be happy. Aber ist schön. Was für eine gute Laune. Wir lassen nichts kommen auf die 100 nervigsten Popsongs. Wir sind happy mit Platz 90 und 86. Platz 90, Holiday von Madonna, die antike Popscheinheilige. Ich glaube, das ist echt eine Zicke. Aber die Beats waren funky und auch die alte war auch cool damals. Bei Madonna hat man früher als Holiday oder auch Like a Virgin, als man die gesehen hat, in den Videos habe ich immer gedacht, boah, was ist das denn für eine Schlampe, die stinkt bestimmt. Platz 89, Milli Vanilli mit Girl You Know It's True, die beste Bauchrednernummer der Welt. Wie können sich zwei junge Männer Milli Vanilli nennen? Das ist doch fürchterlich, das ist doch, also echt wie ein verschütteter Milchshake. Die haben ja einen Grammy bekommen und der ist ihnen wieder aberkannt worden, nachdem rauskam, dass sie gar nicht gesungen haben. Tod auf dem Hotelzimmer, Drogen, Alkohol, Depressionen, durchaus tragisch. Platz 88, Take On Me von Aha. Drei Männer vom Leben gezeichnet. Aha. Und alle sind sich einig. Also ich mochte die gerne und vor allen Dingen versuch mal als Sänger dem hinterher zu singen. Also der kann's. Ich bin überhaupt kein Aha-Fan, weil ich dem seine Stimmen mir nicht mag. Also der Song kann gut sein, aber ich ertrag den, das ist wie Katja Epstein, ich kann die alte auch nicht hören. Und Aha und Katja Epstein lösen bei mir wirklich Grauen im Kopf aus. Platz 87, I Was Made For Loving You von Kiss. Karneval der Pseudoschocker. I was made for loving you, baby, you was made for loving me. Kiss ist natürlich bei meiner Generation eine ganz großartige Band bei den meisten Kiddies und Leuten gewesen. Ich habe aber Kiss nie verstanden und das Lied finde ich auch ganz grausam. Als dieses Lied bekannt war, wusste ich gar nicht, was Love überhaupt ist. Was schön war, war immer halt ihre Show, die Pyrotechnik und hier Blut aus dem Mund und hier Gene Simmons, der Bassist mit, was weiß ich, 28 Meter hohen Schuhen. Ein wunderbarer Song, ein Abrock-Klassiker auch. Ich finde wirklich, es sind zu viele Lieder dabei, die ich eigentlich nach vier Bier sehr schön finde. Platz 86, The Final Countdown von Europe. Acht Hoden in zu engen Hosen. Ein schönes Intro und ein Scheißsong und mega Kackfrisuren. Musikalisch nichts auf der Matte, aber sahen toll aus. Ja, Europe, die hampelnden Perückenpudel auf Platz Nummer 86. Ein Song, der selbst für die 80er Jahre zu peinlich war. Olli, hast du den mal genossen? Welch, was jetzt? Europe, Final Countdown? Ist nicht so mein Ding irgendwie. War auch jahrelang, glaube ich, Eingangsmelodie der ZDF-Hitparade. Vielleicht hat es damit was zu tun, dass den Leuten auf den Sack geht. Und nervt eigentlich nur zu Silvester. Ja. Aber dann extrem dann auch. So eine schmissige Hymne fürs ZDF am Brandenburger Tor, wenn es zu Ende ist im Jahr. Aber das Schöne ist, vier Wochen vorher weiß man schon, dass Silvester kommt. Sobald die da spielen, kannst du dich schon auch einrichten. Perfekt. Ja. Was wir auch super interessant finde, Kiss, ja, auf Platz 87, die super, super harten Rocker, also sie sind wirklich so hart, deren Leggings hängen nicht im Hardrock-Café, sondern bei Chibo, aber wie kann sich eine Frau mit jemandem einlassen, der stärker geschminkt ist als sie? Das ist eine gute Frage. Ja. Stell mal, die machen ja echt einen auch wahnsinnig böse. Ja. Ja, das ist ja Darth Maul, die sehen ja ganz fies aus. Und dann Liebeslieder. Stell mal vor, die Tür geht auf, schließt als Frau, dann stehen diese Gefratzen vor dir und sagen, I was made for love. Dann machst du vor die Tür und sagst, dann liebe die Zeugen Jehovas. Also wenn die sich wenigstens immer... Nein, Moment. Was, also,
diese Memmenhaftigkeit. Also wenn sie sich wenigstens diese Tattoo, wenn sie sich das wirklich eintätowiert oder gebrandet hätten, ja, wenn das hätte ich noch Respekt davor gehabt, aber diese Weichei mal aufgemalt, Karneval, nee, peinlich, oder? Ich habe das mal als Kind nachgemacht, allerdings war es total blöd, dass ich es mit Tippex gemacht habe. Das brennt schon in den Augen. Aber dafür habe ich die Rolle in Phantom der Oper bekommen. Ja. Milli Vanilli, ja, das war ja, die sahen ja klasse aus, sie haben Larifari-Musik, widerliche Pastellfarben, die Klamotten und das rumgehopst, das war eigentlich das getanzte Miami Vice. Dieser Tanzstil, der wird ja heute noch, wird dann oftmals noch kopiert. Oder kann man den überhaupt kopieren? Geht das? Kannst du das? Oliver, du bist ja eigentlich... Ich will ihn zwar nicht wiedersehen, was heißt das immer beim Playback, kein Comeback, aber bitte, mach doch mal. Nein, ich habe nur diese... Nee. Ja, oh Mann. Ich kann das gar nicht. Mein Sakko ist viel zu klein. Girl, you know it's true. Yeah! I love you. Das hat doch was. Natürlich. Hat ein bisschen was von der Augsburger Pürtenkiste. Absolut. Ja? Aber das Ding ist mal, man muss ja auch mal irgendwie eine Lanze hier für Milli Vanilli brechen, weil das war ein Riesenvorreiter. Avantgardisten für ihre Zeit. Weil einer hat abgedankt, die konnten nicht singen, die konnten nicht tanzen, die haben nur ihre Münder bewegt, das macht heute jeder. Und das ist für damals war das schon sehr fortschrittlich. Ja, das stimmt. Ich finde es ganz, und die sahen auch ein bisschen Preis niedlicher, oder? Ja. Und die sahen geil aus. Die sahen geil aus. Ersten feuchten Träume die bei denen. Frauen wieder. Oh, Hanna, als Frau auch. Komm, die Schenkel, habt ihr die mal gesehen? Geil, die Schenkel. Wenn ich sowas sagen würde, wäre es Frauenfeind. Aber die Weiber immer so ein Arsch, ich denke, jetzt werden auch wieder viele von Ihnen feuchte Träume kriegen, denn wir haben die Plätze 85 bis 81. Platz 85, Killing Me Softly von den Fugees. Die zärtliche Sterbehilfe. One time. Das Original von Roberta Fleck, das fand ich ganz gut, so aus den 60ern, glaube ich sogar. Und das mit den Fugees, das klingt mir zu schwul. Platz 84, Wind of Change von den Scorpions. Die dünnpfiffigen Windbeutel. Das Gepfeife geht nicht. Tut mir tierisch in den Ohren weh, dieser Song. Ganz, ganz, ganz widerlich. Entschuldige, aber geht das? Das ist, Geil, der Song ist geil. Den haben wir auch zu Hause voll oft gehört. Der ist richtig geil, der Song. Dieses Lied ist meiner Meinung nach wirklich das allerschlechteste Lied, was es auf der ganzen Welt gibt. Ja, dann halt ihr schon mal die Ohren zu, Elton. Wir kennen da nämlich ein paar Jungs, die haben noch ganz was Großes vor mit diesem Song. Ich und ich, wir wollen ihn vielleicht später nochmal... Nachpfeifen, aber... Platz 83, Bonnie M. mit Rivers of Babylon. Die gesungene Bibelstunde. Die Legenden von Babylon. Und was geschah? Die Leute riefen, lasst uns bauen den höchsten Turm, der jemals auf Erden stand. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Damit hat mich meine Mutter immer gequält. Platz 82, Lambada von Kaoma. Petting im Wiegeschritt. Ich war damals junge, unschuldige 25 Jahre und dachte immer, ich will auch so tanzen, weil ich will auch Frauen so berühren, wie man sie da berühren darf. Hatte aber, glaube ich, nach den ersten zwei Versuchen, glaube ich, 3 Ohrfeigen und 25 Hüftschäden. Man muss halt nur aufpassen, dass man keine Erektion bekommt, sonst wird es unangenehm. Dieser ganze Song gehört eigentlich verboten, weil es ist jugendgefährdend. Ja. Platz 81, aber mit Money, Money, Money. Das Billy-Regal unter den Welthits. Schön mit diesem Honky-Tonky-Klavier. Dass Money, Money, Money in dieser Liste auftaucht, ist eine, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, eine Frechheit. Es ist ein kapitalismuskritisches Meisterwerk, das von den glockenhellen Stimmen der besten Schweden der Welt verziert und geehrt wurde. Das muss da weg. Ja.
Money, Money, Money von ABBA. Hochgelobt von Thomas Hermanns oder man könnte auch sagen, schwedischer Spülwasserpop für den Abschlussball, oder? Also, dass der Thomas aber auch so sauber war, ha, das hat man ja gar nicht. Ein Kapitalist, also, wenn man, was will er erwarten? Thomas, wo lebst du denn? Wir sind ein armes Land, Bangladesch Europas. Ne? Wir sind arm. Money, 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 das macht uns fertig. Und ich kann es auch nicht mehr sehen, zu jeder Finanzkrise. Money, 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 in jedem Film, wenn es um Geld geht. Money, money, money und wieder. Money, 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 der Libero. Ich kann es nicht mehr hören. Es muss weg. Thomas, begreifst halt. Ich weiß, es ist bitter. Küsschen. Also wir drücken einmal die Löschtaste. Ja? Einfach weg damit. Symbolisch. Ich glaube, aber er ist auch letztendlich nur auf Welttournee gegangen, weil der Alkohol in Schweden so teuer war, die sich ordentlich besaufen wollten. Also raus aus Schweden. Jeder kennt das von seinem Kegelausflug nach Schweden. Niemals fahren, Alkohol kostet Schweinegeld. Deswegen ist aber auch nicht. Kennst du aber gar nicht. Ich kenn nur die A-Teams. Die A-Teams. Die A-Teams. Oh. Was ist eigentlich mit den Fugees? Warum sind die Fugees, das ist ein großartiger Roberta Flex-Song, warum sind die Fugees hier unter den nervigsten Popsongs? Die Fugees finden die Leute klasse. Es geht eigentlich um diese ganzen beschissenen Casting-Kandidaten, die diesen Song jedes Mal singen. Ja, die ist immer... Genau. Jawohl. Dankeschön. Ja, ganz immer. Genau. Haut mal rein. Ich liebe diese... Diese 15-jährigen, 1,50 großen Mädels, die denken, sie würden wirklich in der Musikbranche was bringen. Und dann immer, strong in my pain with my fingers, killing my love. Ja, okay, kannst du auch nochmal ein schnelleres singen? Ja, klar, kein Problem. I'm out of love, set me free, let me out of misery. Dankeschön. Ja, das sind, wollen wir nicht hören. Und hier kaputt. Kommen Songs von ähnlicher Qualität, denn hier kommen unsere Plätze 80 bis 76. Platz 80, Maria Magdalena von Sandra. Das toupierte Kreischsägen-Massaker. Maria Magdalena fand ich immer ganz gruselig. So hochgepitchte Jaulgesänge von irgendeiner Haarspray-Blinse. Ich fand Sandra immer extrem attraktiv und ich war total stinksauer, als ich gehört habe, dass sie mit Michael Cretu verheiratet ist und es keine Chancen gibt, auch nur ansatzweise davon zu träumen, dass sie irgendwann mich mal trifft. Sie hat ein IQ gehabt von 10, 20, 12 ist Kartoffelsalat. Also es war unglaublich. Und, aber der Song war gut. Furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Also Sandra hatte eine Stimme, das, wie wenn man mit einer Gabel auf den Teller quietscht. Grausam. Oder wenn man so an der Tafel schreibt und die Kreide bricht ab. So, boah, grässlich. Platz 79. Do They Know It's Christmas von Band 8. Die damalige Ausgabe der Comeback-Show. Ja, da haben sie für einen gutmütigen Zweck einen Haufen arbeitslose Musiker zusammengekarrt. Ja, damals vielleicht, Herr Olm. Aber das Lied wurde mittlerweile von jungen, aufstrebenden Künstlern nochmal beerdigt. Ja, genau. Tilo Oslas. Haben wir ja gesungen auch. Do they know it's Christmas time at all? Waren die TV Allstars mit Do They Know It's Scheiße, fand ich. Platz 78, Lady in Red von Chris de Burgh, der irische Schwiegermutterversteher. Also ich kenne Chris de Burgh sehr gut, weil eine Freundin von mir das immer gehört hat und die hat alle CDs erlebt. Chris ist ein Mann oder Frau? Chris ist ein Mann. Das schlimmste Lied der gesamten Stehblues-Kuschelrock-Geschichte. Wie dieser kleine, also das ist ja alles schlimm. Chris de Burgh ist sowieso schlimm. Dieser kleine Hobbit mit der großen Stimme, wie auch immer. Dann die Frau in Rot. Ich weiß gar nicht, wie schrecklich das ist. Es ist einfach das Schrecklichste. Es ist schlimm. Die Melodie ist wie I Just Call to Say I Love You rückwärts. Es wühlt sich ins Hirn, es schleimt dich voll. Und wer dazu Sex hat oder Kinder gezeugt hat, das gehört alles rückgängig gemacht. Platz 77, Sebastasse una canzone von Eros Ramazzotti, der Frauenverhunziker. Frauen können sich ihm voll hingeben, weil sie nicht verstehen, was er singt. Weil der ist einfach schön und man versteht nicht, was er singt. Und ich glaube, deswegen ist das auch so, dass ihm alle so zu Füßen liegen. Das ist schön, weil sie wissen nicht, was er singt. Vielleicht singt er ja... Du da vorne siehst scheiße aus, ich will dich heute noch nageln. Hallo, ihr Frauen, ihr seid alle blöd, ihr kauft diese Scheißplatte. Man weiß es nicht, was er denkt. Platz 76, Major Tom von Peter Schilling, das verunglückte Raumfahrtprojekt.
Houston, wir haben ein musikalisches Problem. Fräulein Menke, Hubert K., Peter Schilling, das waren nur irgendwie Trittbrettfahrer und ich hätte die am liebsten alle erschossen. Wenn du immer nur diesen Hook hörst, völlig losgelöst, irgendwann reicht's dann auch und du willst dann nicht mehr völlig losgelöst sein, du willst dich nur von diesem Song lösen, ja, und willst, dass er vorbei ist. Peter Schilling klingt ja eher so, als hätte er Sauerstoffmangel im Helm und Luft im Gehirn. Aber was ist denn mit dem Ex-Beschäler von Michel Hunziker, dem pomadigen Pizzaflüsterer? Was ist mit Eros Ramazzotti? Der ist schon. Aber Frauen fahren auf possierlich. Ihn ab. Ich finde ihn richtig Frauen? Geil. Ja, ich war auch ja. Im Konzert, ich habe im Innenraum gestanden. Frauen finden ihn so geil, ich bin nur weggerutscht. Wahnsinn, ja. Was da abgeht. Super. Und bevor wir jetzt hier kollektiv abglitschen, für Sie ein bisschen Verschnaufpause. Zu den 100 nervigsten Popsongs. Der Countdown des Grauens geht weiter. Und hier sind unsere Plätze 75 bis 71. Platz 75. Life is Life von Opus. Die grölenden Alpenrocker. Wenn Sie jetzt schon denken, igittigit, die Musik ist Oberschrott und der Frontmann sieht total scheiße aus, dann ziehen Sie sich doch mal diesen Gangstermaulwurf rein. Das war die so furchtbar. Das war für mich auch so der Inbegriff eines schrecklichen Gröllieds. Peinlich und schrecklich. Life. La, 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 la. Life. Life. Ganz, ganz widerlich. Da musste man schon aufpassen, dass man das Mittagessen drinne behält. Platz 74. Felicita von Albano und Romina Power. Die Schöne und das Bisschen. Felicità, felicità, un bicchiere di vino compagni. Pizza felicità, zum Munde zu führen, die Salami zu spüren, Pizza felicità. Da, 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 da. Schönes Lied, finde ich eigentlich. Das ließ sich gut so weghören beim Calzone essen. Könnte man auch zur Entlaubung der Wälder oder so benutzen, also ganz schrecklich. Platz 73. Verdammt lang her von Bab. Verdammt lang, aber nicht lang genug. Ding, 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 ding. Gut, war auch eine Studentenparty und alle immer. Jetzt geht's los, gleich. Jetzt, jetzt. Damn. Nein, nicht Bab. Bitte. Bitte nicht, nicht Bab. Hilfe! Bei Bab fand ich eigentlich immer so schlimm, dass sie so, auch wenn sie das Richtige sagen wollten, aber so extrem humorlos waren. Also es waren immer so die singenden Sozialpädagogen, die oft mit kölschem Dialekt daherkamen und irgendeine Message rüber sangen. Auf Sie, lieber Herr Kalkofe, ist Bab nun wirklich nicht angewiesen. Die spielen immer vor ausverkauftem Haus. Platz 72, Un, dos, tres, Maria von Ricky Martin, die Latino-Latrine. Kann leider nicht singen, Ricky Martin überhaupt nicht. Da habe ich es nämlich mal gehört, wenn alles weggedreht wurde und Ricky musste alleine singen, das Grauen in Dosen und leider schwul. Ich glaube, zu Hause setzt er sich sein Toupet ab, hier, Bauchweggürtel nimmt er sich weg und guckt sich irgendwie im Otto-Katalog so Männer in Unterwäsche an. Platz 71, Sing Hallelujah von Dr. Alban, das vertonte Zahnfleischbluten. Vor allem war so witzig, dass damals irgendeiner das Gerücht anfing zu streuen, Dr. Alban sei eigentlich Zahnarzt. Ich glaube, das war ein Zahnarzt. Der irgendwann mal Lust hatte zu singen irgendwie, vielleicht weil die Praxis nicht so gut lief. Nein, der ist kein Zahnarzt. Ein Zahnarzt, der versucht, erfolgreich irgendwelche Popsongs zu singen. War ein Gerücht. Dr. Alban hat ja Zahnmedizin studiert, aber gar keinen Doktortitel. Nein, der ist kein Zahnarzt.
Dr. Alban war, glaube ich, Zahnarzt übrigens, würde ich dir sagen. Zahnarzt in Schweden? War ein Gerücht, war nichts dran, aber es hielt sich hartnäckig und wurde von einem zum anderen weitererzählt. Der singende Zahnarzt aus Schweden? Das stimmte überhaupt nicht. Natürlich war Dr. Alban Zahnarzt, deswegen fühlt sich auch jeder Song an wie eine Wurzelbehandlung. Aber, meine Damen und Herren, ich bin total geschockt. Was hat Stefanie Tücking gesagt? Ricky Martin ist schwul? Ja. Ach, das kann doch, wieso das denn? Da frag ich mal. Das kann doch nicht sein. Und was Stress? Aber ich glaube, der ist so, der ist, Wepper, der ist beides, oder? Also der macht, Also das ist schon auffällig, ich habe ihn ja auch mal interviewt, alle um ihn herum waren Männer und dicke Frauen. Und das ist schon typisch schwul, oder? Das stimmt. Ist das immer? Ja. Hab ich nicht. Also von daher. Also, vor allem, wie er sich auch. Männer und dicke Frauen. Aber der hat trotzdem sexy Hüftschwung gehabt, ja. Olli. Ja, das ist gut. Ja, gut, aber. Olli, kann der nicht das mal. Ja, der hat ein künstliches Hüftschwunggelenk, glaube ich, oder? Olli, 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 Olli. Nee, mag ich nicht. Aber du machst es aber sehr gut, finde ich. Sehr, sehr gut. Ja, ja, aber sehr, 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 sehr gut. Nein, ja, aber das ist so. Ich der Olli hat auch immer Männer und dicke Frauen um sich, oder? Ja. Nein, das geht ja gar nicht. War nur ein Spaß. Ja. Kann ich was für meine Eltern? Ja. Aber. Oh, den muss ich aber am Muttertag wieder ausbügeln. War nur ein Spaß. Ein Song, den jeder Idiot kennt: Opus, Life is Life. Große Klasse, oder? Ganz große Musik, oder? Ach, das war doch mein schlimmster Song. Ja, der ist dabei, ja? Ja, wunderbar. Dabei. Also, es ist natürlich MTV-freie Zone, so ein scheiß Drecksong, ja? Life is Life! Na, 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 na. Wer von den 100 nervigsten Popsongs ganz draußen ist, das erfahren Sie jetzt, denn hier sind die Plätze 70 bis 66. Platz 70, Santa Maria von Roland Kaiser. Umlala, umlala. Das Schlagerwrack auf Entjungferungsfahrt. Santa Maria, Insel, die aus Träumen geboren. Sei Roland, das kannst du da nicht singen. Das ist doch oberätzend. Ekelige Altmännergeilheit, die über junge Inseljungfrauen hinübertropft. Santa. Platz 69, Back for Good von Take That. Beerdigt unter Kuscheltieren. Take That finde ich als einzige Boygroup, die Berechtigkeitsdasein haben. Ist das Wort überhaupt? Egal. Ich konnte die einfach nicht für voll nehmen, diese Jungs. Dann fragen wir doch einfach mal die Zielgruppe. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Platz 68, die Crash-Test-Dummies mit das gesummte Schleudertrauma. Das ist saublöd anzumoderieren im Radio. Man muss ja immer sagen, jetzt kommen die Crash-Test-Dummies mit Dann ist das M. Mal ernsthaft, kann man ein Refrain schreiben, wo man nur brummt? Was soll das? Platz 67, Feel von Robbie Williams, der Pflegelfall des Showgeschäfts. Alle finden ihn gut. Es gibt keiner, der sagt, das ist scheiße. Erstens mag ich seinen harten, lippenlosen Mund nicht und denke, der ist doch total unsinnlich, der Typ. Und er ist für mich auch so ein bisschen durchgedreht. Ja, damit kann man sich auf Partys so bei den Teenies so ein bisschen anbiedern, wenn er singt. Coming home, I am. Ich liebe Robbie Williams. I wanna contact that living. Not sure I understand. Der hat eine tolle Stimme und der hat eine tolle Karriere hingelegt. Und der ist so richtig so dieser so leicht kranke Typ, um den man immer Angst haben muss. Ich immer denke, oh, packt er das nächste Album noch oder schießt er sich jetzt die Birne weg? Was macht er? Platz 66, It's Raining Man von den Weather Girls. Der männergeile Doppelwhopper. Die haben Röhren, unglaublich. Aber dafür haben sie auch solche Köttelbissen. Also mal ganz im Ernst, dieses Lied, auf dieses Lied stehen doch nur frustrierte Hausfrauen, oder? Ich kann dieses, auf jeder Kackparty wird dieses Lied gespielt, aber auch nur tatsächlich von Weibern gewünscht. Ah, spiel doch mal It's Raining Man. Ha, 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 ha. Oh.
die Weather Girls. Weather Girls auf Platz Nummer 66. Die schwarzen Schwestern von Markus Maria Profitlich. Ich habe die noch vor ein paar Wochen habe ich die noch gesehen, und zwar beim Kumpel, der wurde 40, und da waren die als Hüpfburg engagiert. Aber jetzt machen die natürlich eine tolle Karriere. Ja, bei euch in der Comeback-Show. Soll mal einer sagen, die fetten Jahre wären vorbei. Die sind wieder da. Und im wahrsten Sinne des Wortes fressen die, was das Zeug ist. Meine Garderobe ist genau nebenan, da fällt einiges für mich ab. Die futtern und futtern und futtern. Es ist unglaublich. Ja, Substanz erhalten. Viel ist auch einer dieser Songs, der von diesen ganzen Casting-Hackfressen zersungen wurde. Das ist, glaube ich, auch so die Rache dafür. Und ich möchte auch nie wieder an irgendwelchen Castingshows hören, du bist für mich der neue Robbie Williams aus Deutschland. Und dann kommt Alexander bei raus. Ja? Deswegen. Möchte ich nicht mehr hören. Und hier sind unsere Plätze 61, 65 bis 61. Platz 65, Genghis Khan von Genghis Khan. Ralf Siegels bucklige Verwandtschaft aus dem Osten. Jetzt alle. Jing, Jing, Genghis Khan. Hey, Reiter, ho, Reiter, hey, Reiter, immer weiter. Jing, hu, ha, hu, hu. Also erst erschrecken und dann erstaunt sein. Hu, ha. Das kann man auch, wenn man Ralf Siegel sieht. Das war mein erstes Lieblingslied, was ich überhaupt hatte. Gut, es war ein Lied über einen psychopathischen Massenmörder, was sie gesungen haben. Da kann man sagen, okay, aber wir haben ja nicht Goebbels gesungen. Platz 64, Living on a Prayer von Bon Jovi, die Hardrock-Simulanten. Bon Jovi, das ist was für Frauen, oder? Ich persönlich habe die Platte nicht im Schrank stehen. Also es war nie was, was ich mir jetzt persönlich angehört habe. Platz 63. Alles nur geklaut von den Prinzen. Den Nervenräuber von drüben. Das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Die Prinzen waren lustig. Ja klar, Ossis halten zusammen. Und was sagt ein Wessi dazu, Simon? Also das ist ja so der härteste Trash, den ich mir so vorstellen kann. Platz 62, Phil Collins mit Another Day in Paradise. Der Soundtrack für die Wechseljahre. Und das ist meine Nummer 1. Von allen Liedern, die ich am meisten hasse in der gesamten Popgeschichte. Another Day in Paradise. Ein Pseudo aufrüttelndes, armutsausnützendes Lied von diesem quäkig singenden Mann, wo ich auch sage, also wenn die deutschen Männer oder wenn sagen wir weiße Männer so sind wie Phil Collins, dann weiß man, warum Frauen mit puerto-ricanischen Gärtnern durchbrennen. Das ist alles so ungeil. Und dann geht er durch das Elendsviertel und segnet die Bettler und das ist alles schwarz-weiß und es ist auch in jeder Coverversion scheußlich. Das ist mein Hasslied Nummer 1 der gesamten Welt. Platz 61, YMCA von den Village People, der mobile Schwulenstrich. Ein Dachdecker, ein Bauarbeiter, ein Indianer, ein Polizist und ein, was noch? Und eine Tunte. Bevor man sich getraut hat, schwul zu sein, waren die es schon. Also wenn das läuft irgendwie in der Diskothek, bin ich der Erste, der runtergeht von der Fläche. Nicht, weil die schwul waren, die Sänger. Also, ja, aber... Das Lied war halt so schwul. Das wirkt dann auch richtig nach, ja? YMCA, die musikalische Buchstabensuppe. Vier Tucken in albernen Kostümen, die auch noch affig am Rumtanzen sind. Aber das hat meinen Kumpels früher 1978 echt Mut gemacht, ja? Weil die haben gesagt, okay, ich sehe das, mir gefällt das, bin ich schwul, ja. Und was mache ich jetzt in Bielefeld? Ja, in Bielefeld kann ich nicht rumlaufen, ich muss irgendwo, will irgendwo hin, wo ich das ganze Jahr über rumlaufen kann in diesem Fummel und ich falle nicht auf. Und so wurde Köln gegründet damals. Ja, aber... Aha. Aha.
macht sich schon mal wieder sehr beliebt. Was ist denn mit Phil Collins? Ja, ja, mit dem also Thomas Hermanns hat sich ja sehr aufgeregt. Also ich meine, ich habe Genesis gemocht, aber was ist mit diesem kleinen Tanzpimmel mit seiner Quäkstimme? Ja? Was hat der, was ich nicht habe? Fans. Oh, oh ja, okay. Gut. Massenhaft ja. Fans. Noch jemand was zu Phil Collins? Irgendwie ist der egal, oder? Ich finde den so egal. Ja, das also stimmt. Den, der hat mich auch in seinem ganzen Leben auch wirklich genau nur zwei Lieder geschrieben, und zwar diesen einen langsamen und den etwas schnelleren. Und mehr war es aber nicht. War das ja diese Tarzan-Nummer noch? Ja, ja. Das ist alles so ein bisschen. Aber ich kenne auch einen Feind, also Thomas Hermanns ist ja ein Feind. Und ich habe mal mit Xavier Naidoo, kennt man. Ja. Und der hat mir erzählt, so in so einer stillen Runde hat er gesagt, dass Phil Collins der Antichrist ist. Ja, ja, der ist, also der muss also der Teufel sein. Der muss also irgendwie der Inbegriff des ganz, ganz Bösen sein. Das habe ich gesagt, du verwechselst den wahrscheinlich mit Uli Hoeneß. Und der passt dem. Das sieht ja wirklich so ein bisschen so aus. Ne? Was ist denn mit der menschenmordenden Spaßtrompete Genghis Khan? Oh Gott, nee. Oh, faszinierend irgendwie. Ja. Die waren ja irgendwie auch beim Grand Prix auf Platz 4. Und ich glaube ja, Ralf Siegel hat die produziert. Ich habe ja nach der letzten Sendung, wo ich was Böses über Ralf Siegel... Hallo Ralf. Ich habe so einen Lebenslauf von dem geschickt bekommen, damit ich mal weiß, was er alles schon gemacht hat, was ich nie wissen wollte. Ich möchte ihn auch jetzt hier nochmal erwähnen. Groß, super, mach weiter so und schick mir doch mal ein dickeres Geschenk. Also so ein Lebenslauf ist ja Quatsch. Also ich hätte gern, Ralf, schick mir was. Da geht einiges. Bleibt die Frage, was ist aus Genghis Khan geworden? Nix. Nationaltorwart. Was? Nein, das ist Oliver Kahn. Das ist der mit Eier, okay. Verstehst du? Der war vor meiner Zeit. Ach du, hier sind die Plätze. 60 bis 56. Platz 60, Play the Life von Safri Duo. Viel Trommelwirbel um nichts. Nervig wie die Hölle irgendwie. Mein Gott, irgendwie. Wie kann man sowas im Radio spielen? Der eine hat dann immer auf so ein Live-Blech, auf das er schlägt, was so besonders innovativ wirken soll. Für mich sind das zwei totale Spacken. Platz 59. Who the fuck is Alice von Smokey? Who the fuck is Smokey? Who the fuck is Alice? Ich fand's ätzend. Aber ich konnte mich denen nicht entziehen, wie man sich meiner Scheiße auch oft nicht entziehen kann. Großartige Band tatsächlich. Da muss man sich mal eine alte Platte von anhören. Die gehen ab wie Zäpfchen, die sind rockig, die sind gut. Ich musste mir das immer anhören, weil meine Mutter ganz großer Smokey-Fan war. Platz 58. Candle in the Wind von Elton John. Die durchgeknallte Klimpertucke. Früher kam er immer, du siehst ja aus wie Elton, sing doch mal Candle in the Wind. Und nicht nur, komm, verpisst euch und lasst mich in Ruhe. Und darum habe ich dieses Lied gehasst. Candle in the Wind ist ja ein Song über heiße Liebe. Und was heiße Liebe ist, wisst ihr ja, ist, wenn Elton John mit einer Kerze in den Keller geht und mit dem Doch zurückkommt. Platz 57, Cut Night Joe von Rednecks. Die verstimmten Arschgeigen. Schlimm. Furchtbar. Musik für die Blöden. Ja, okay, die Musik ist wirklich ätzend, aber dafür arbeiten die hochprofessionell, was man so hört. Ja, mit denen war ich ja nun neulich in meiner Sendung, habe ich sogar moderiert an der Flachau, und ich habe noch nie eine Gruppe erlebt, die so viel Alkoholintus hatte und auf der Bühne war. Das war sensationell. Was waren die Rednecks? Wer hat sich das nach wie viel Aquavit ausgedacht? Ich fand die Frau so hübsch, die da mitgemacht hat. Ich fand auch so hübsch zu der Zeit. Die war, ich glaube, die hat alkoholisiert, hat die, glaube ich, auf jeden Kerl, hat die angemacht. Ich glaube, die hätte auch sich da bügeln lassen vor der laufenden Kamera, glaube ich. Platz 56, Dance Little Bird, der Ententanz von Elektronikas. Der Beginn der Vogelgrippe. Ich weiß, woher das eigentlich kommt, dieser Ententanz. Und zwar, die Geschichte ist ganz einfach erzählt. Da ist mal ein Mann in einen Laden reingegangen und hat gesagt, ich hätte gerne ein tanzendes Huhn. Ja, da verkauft ihm der Verkäufer dieses Huhn in so einem Käfig. Der Mann nimmt das Huhn mit nach Hause und das tanzt überhaupt nicht. Ne? Das geht dann mit dem Huhn wieder ins Geschäft und sagt, das Huhn tanzt doch überhaupt nicht. Da meinte der Verkäufer, da müssen Sie die Teelichter unter der Platte anmachen.
Da gibt es wieder Ärger mit dem Tierschutzverein. Nee. Der Ententanz, so etwas wie die musikalische Einladung zum Massensuizid im Altenheim. Wir gehen kurz in die Werbung. Nervigsten Popsongs und hier kommen fünf der erbarmungslosesten Ohrfräsen der Musikgeschichte. Hier kommen die Plätze 55 bis 51. Platz 55, Can't Get You Out of My Head von Kylie Kylie Knackarsch Minogue. Und sie hat das wirklich unglaublich gut gemacht. Sie hat sich immer weiterentwickelt. Sie wird eigentlich so ein bisschen zur europäischen Madonna. Keine Frau macht dicker als Kylie Minogue, wenn sie neben dir steht. Platz 54, I'm Too Sexy von Right Said Fred, die glatzköpfigen Schließmuskeln. I'm too sexy for my head, too sexy for my head, what you think about that? I'm a model. Die beiden sind ja sexy, Right Said Fred. Die sind einfach geil. So diese halbglatzen Muskeltypen zu sehen, wo man nicht wusste, sind die jetzt irgendwie gay oder sind die heterosexuell? Also mit Rollkragenpullover sehen die aus wie irrigierte Penisse. Platz 53, der Earth Song von Michael Jackson, The King of Zombie. Ein Popgott, der seinesgleichen sucht, höchstwahrscheinlich im Staatsgefängnis von Beverly Hills. Ich erinnere mich noch an diesen Wetten-Das-Auftritt, wo er da wirklich irgendwie nur noch in gegen die Ventilatoren antanzte und schrie und auf dem Boden und weiß nicht was und predigte. Und wo ich dachte, so, alle, die bisher noch nicht wussten, dass er einen Anamamel hat, jetzt wissen wir es. Also mit dem Mann möchte ich nicht tauschen. Da kannst du mir 50 Euro hier hinlegen. Ich möchte mit dem Mann nicht tauschen. Michael Jackson ist für mich trotz allem oder wegen allem irgendwo wirklich ein Pop-Gott, weil ich meine, der hat Sachen gemacht, die werden in 100 Jahren noch gehört werden. Platz 52, Dida von den Fantastischen Vier, das Quartett ohne Trumpf. Nein, es ist die Frau, die freitags nicht kann. Da kamen diese Buben aus Stuttgart und haben uns dann mal gezeigt, dass man auf Deutsch durchaus Lieder machen kann, die man gerne mitsingt, die eine Geschichte erzählen, die eine schöne Melodie haben. Und das war sehr erfrischend. Die Fantastischen Vier sind halt auf Festivals aufgetreten, was eigentlich Rockfestivals sind. Und dann kamen da diese Jungs auf die Bühne, hüpften da und reden was von dicken Pulli an, Mann. Und da habe auch ich Plastikbierbecher auf die Bühne geschmissen, damit die Jungs verschwinden. Platz 51, Bellini mit Samba de Janeiro, das Bacardi-Feeling am Baggersee. Der Song nervt. Und zwar richtig. Die sahen toll aus. Konnten die singen? Also die Frauen waren bildschön. Da bin ich sehr gespannt, was der Pocher dazu sagt. Bellini! Ja, und? Sag was, komm. Sag da was. Kann ich jetzt nicht zu sagen, dann kriege ich zu Hause Ärger. Ja. Man muss das erklären, da einem von den Verstärkern. Ja, nee, es ist eine der jungen Damen, ich sage allerdings welche, ist eine, mit der ich halt, also... Schon länger? Der, ich muss jetzt die Leute enttäuschen, ich bin vergeben. Ist das die in der Heinsbergstraße wohnt? Die in der Heinsbergstraße? Ja, in Köln? Bei mir in der Amt? Die Sau, die wohnt bei mir eigentlich. Nee, die wohnt... Bei mir. Aber knackige Frauen, oder? Ja, in dieser Rubrik, auch Kylie Minogue, wird man da, war das mit ein bisschen Stutenbissigkeit da eben? Jein. Also Kylie ist süß und nett und toll und so, aber sie suggeriert ja etwas. Ich meine, wir kämpfen hier mit unseren halb schulterfreien Teilen und hoffen, dass sie hängen bleiben und so sitzen. Und sie suggeriert uns, das hat so ein Kleid. Kennt ihr das Video? Ja, so, ne? Ja. Aus allen Winkeln, wo alle nur Schlitze und nie verrutscht ist, da ist nichts zu sehen. Und hier, wir versuchen das gerade mal mit sowas und das geht halt nicht. Das finde ich voll gemein.
Ja. Wie macht sie das? Ja. Ja. Danke. Ja, die Frauen sind da traurig. Wir haben unsere Top 50. Hier sind die Plätze 50 bis 46. Platz 50. Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim. Die blondgetünchte Knitterfratze. Ach, das ist wirklich so eine Musik, wo sich mir so die sonst was aufrollt. Jetzt kommen aber echt die Knocken, oder? Pfui Teufel. Pfui Teufel. Und jede Frau fühlte sich angesprochen. Ich fand eigentlich nur, dass sie immer sehr scheiße aussah, der Matthias Reim. Also deswegen glaube ich, wird er gar keine Probleme im Alter haben. Also er kann der eigenen Verwesung gelassen ins Auge schauen. Platz 49. Time to say goodbye von Andrea Bocelli und Sarah Brightman. Der Startenor und sein Blindenhund. Time to say goodbye ist auch so eine Single, die kauft man sich und sagt dann 5 Jahre später noch beim Rendezvous, ich höre übrigens auch Klassik. Egal wo man ist und man geht raus, immer wird dieses Lied gespielt. Also wenn man irgendwie vom Schiff geht, zum Teil wenn man aus dem Flugzeug geht, wenn man irgendeine große Veranstaltung verlässt, irgendwann kommt immer Time to say goodbye. Und ich sage, ja, ich weiß, ich will nur gehen, lasst mich. Platz 48, Lemon Tree von Fool's Garden. Hanoi, scharfe, scharfe Lied für Saue, gell? Viele haben sich versehentlich dann auch mal die Platte gekauft, um dann zu merken, dass es eine ganz gruselige, gequirlte Kacke ist. Fool's Garden, Lemon Tree geht gar nicht. Das ist ein grauenhaftes Lied. Aber was mich am meisten angenervt hat, ist, dass jeder gesagt hat, hey, das ist das Neue von Sting. Und da könnte ich jedem an die Gurgel springen, weil Sting macht zwar hin und wieder jetzt auch schlechte Mucke, aber so schlecht hat Sting noch nie ein Lied gemacht. Also bitte, es ist nicht Sting. Platz 47 und es war Sommer von Peter Maffay. Der bockige Achtelmeter aus Transsilvanien. Da traf ich sie und sah in ihre Augen. Im Grunde genommen bin ich ein rumänischer Hütchenspieler. Ich wurde damals von Kosovo-Albanern ausgebildet. Allerdings musste ich immer unter die Hütchen. Und dann hieß es immer nur, hey, wo ist der Peter? Das ist die größte Mistnummer, die überhaupt jemals auf Platte gepresst wurde. Ist das nicht schrecklich? Ist das nicht frauenverachtend? Das ist ja grauenvoll. Überliebe. Platz 46, Marius Müller-Westernhagen mit Sexy. Auch kein Grund, Grönemeyer zu mögen. Sexy, du bist reich, dem er am Herzen folgt. Also Westernhagen ist für mich ein rotes Tuch, ganz ehrlich. Ich finde, das ist echt so ein Möchtegern-Rocker. Das Sexy, einer der geilsten Titel ist von Westernhagen, wissen wir alle. Dieses Gegröte, man kann sich auch einfach einen Eimer über den Kopf stecken und dann nackt durch den Park laufen und also das fand ich schon immer eines der unerotischsten und ekligsten Lieder, die es überhaupt gibt. Wunderbare nationale Runde, ja, allen voran Westernhagen, der möchte gern Bohemien mit spießiger Asi-Attitüde, die ehemalige Nummer 2 in Deutschland. Was ist aus dem geworden? Wo ist der? Wo steckt der? Was macht der? Marius? Ja. Ja, der will ja mal ein ganz großer sein. Die Stimme ist schon hart, das stimmt. Klingt immer so ein bisschen nach so einem besoffenen Rudel-Bundeswehrsoldat. Diese ganze maskuline Überheblichkeit. So eine ich bin der Größe, der Allergrößte. Nein, das bist du nicht. Nein. Ja, das ist schwer verloren. Ja, ist ja so. Ich meine, die Stimme von Marius, das ist mein Herbert. Da kannst du wunderschöne Merchandising-Artikel draus machen. Zum Beispiel fürs Fußballstadion so eine Hupe. So. Klingt ja nicht. Da kannst du eine Furzkiste draus machen. So. Also ist schon Wahnsinn. Aber was macht Marius Müller-Westernhagen? Er ist ja befreundet mit Boris Becker. Und da sitzen die armen, wahrscheinlich frustrierte Millionäre zu Hause und sagen... Scheiße, reich zu sein. Das ist aber auch so blöd. Depression. Ja.
wollte jetzt ein bisschen traurig ausklingen. Ja, ja. Aber das passt gut zu Andrea Bocelli. Ja, ja. Time to say goodbye. Da gab's ja, früher gab es von Trude her immer niemals Jedmann so Jans. Ne? Und jetzt time to say goodbye. Aber es ist doch, ist das was, auf was auch aufbaut? Das ist, der Karl Kofer hat recht, das ist wirklich so ein ultimatives Abschiedslied. Das wird ja egal wo, das Fest ist zu Ende, die Leute haben sich blind gesoffen, passen zum Interpreten und dann kommt Time to Say Goodbye. Aber ich muss mal was sagen, also was ich wirklich nicht verstanden habe, dass er hier drin ist, ist Peter Maffay. Ich kann es nicht verstehen. Ah, der Mann ist doch super. Also auch diese Hasstiraden, ja? Also was wurde eben gesagt, rockiger Achtelmeter, was man immer hört, irgendwie gebraucht Warzenträger von den Iglesias. Oder ähnliche hart. Dinge, ja? Irgendwie, ich meine, man muss dazu sagen, Radieschenschlepper. Nein, ich muss das mal sagen, ich muss dich da unterbrechen, ja? Ohne Peter Maffay gäbe es meine Familie nicht, gäbe es meine Tochter nicht. Ach, du liebe Scheiße. Muss ich mal ehrlich sagen. Doch, das ist wirklich wahr. Hat er die gezeugt, oder was ist das? Ja, zurück dann wieder. Ne? Nein, die Geschichte ist hier, mein Lieblingslied von Peter Maffay, das ist, du hattest keine Tränen mehr. Du hattest keine Tränen mehr, gestern als wir uns waren. Und das habe ich also dann der späteren Mutter meiner Tochter vorgespielt und sie war mir verfallen. Und deswegen, vielen Dank an Peter Maffay, für immer und ewig, dein Ingolf. Und so, noch einmal kurz durchatmen und weiter geht's. Platz 45, Bailando von Luna, die getanzte Mondfinsternis. Wieso sie das gemacht hat? Keine Ahnung. Wahrscheinlich war sie jung und brauchte das Geld. So eine Songs kommen halt immer wieder und irgendwann schaltet das Gehirn auch auf stumm, beziehungsweise auf stumpf, und dann stört es einen nicht mehr. Platz 44, Trio mit Da Da Da. Aha, aha, aha. Ah, Trio, da bin ich ja, glaube ich, einer der wenigen noch, die dieses Teil besitzen. Nee, warte mal, das ging, glaube ich, so. Trio, warte mal, Rhythm und. Und Rock 1. Aha. Und Trio würde heute noch singen, wenn nicht irgendwann diese kleine Casio-Orgel verschwunden wäre. Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geh nicht immer nur bergab. Aha. Geht nur das, was du verstehst. Aha. Da, da, da. Da, da, ja. Da, ja, ja. Da, da, da. Platz 43, Belief von Cher, der leiernde Frauenbaukasten. Bei dem Song nervt mich halt dieses Vocoder-Kram oder wo diese Stimme verzerrt wird bis zum geht nicht mehr. Als ob die irgendwie gerade durch einen Fleischwolf gedreht wird. Man hat ja bei Cher in den letzten Liedern gar nicht mehr gehört, ob sie singt oder ob man irgendeine Küchenmaschine angestellt hat. Es war ja immer nur so. Ich mag die Stimme von ihr sehr gerne, weil sie sehr tief singt. Das finde ich sehr, sehr angenehm, wie sie singt. Platz 42, Only Time von Inya, Prinzessin Valium. Das ist natürlich der Song des 11. September, ja. Deshalb kann man da, glaube ich, nicht von Nerven reden. Ich habe mir damals nur gedacht, mein Gott, die arme Inya als Künstlerin, wird das ein Leben lang für sie oder für alle Menschen auf dieser Welt, wird es der Song für den 11. September sein. Und das hat sie auch nicht verdient. Platz 41, Los del Rio mit Macarena. Der Song für den Tanztee mit Schuss. So, jetzt stellen wir uns mal alle auf und dann muss man halt mitmachen, weil alle das dann mittanzen irgendwie. Das fand ich halt so ein bisschen so. Da habe ich auch versucht, dann so ein bisschen diesen Tanz zu tanzen. Ich glaube, da habe ich mich schlimm blamiert. Das war, glaube ich, ein schlimmer Sommer. Die beiden sahen ja aus wie zwei Lidl-Marktverkaufsleiter, die immer so in die Hände nach Ware geklatscht haben. Und das Klatschen, das hörte sich so an, als wenn ein altersschwaches Elefantenmännchen unter Wasser masturbiert. Auf Platz 43 ein echtes
Fossil der Musikgeschichte, Cher. Ja, Cher mit I Believe. Sie will ja nach ihrem Tode, will sie ja sich für die Körperwelten opfern. Das Schöne ist, man kann das Plastinieren sparen bei ihr. Also sie kann direkt einfahren da in die Ausstellung. Aber immer noch groß dabei, oder? Ja, oder? Ich finde die super. Ich meine, klar, die Stimme hört man in den letzten Songs nicht mehr so, weil da eben immer diese Maschine an ist. Man sieht sie nicht, man hört sie nicht. Man sieht sie nicht. Die, da gibt's, wenn es mal eine Talkshow gibt, die heißt Hilfe, ich war eine Dose, Cher wird dabei sein, oder? Aber sonst finde ich, ich find die eigentlich... Ich hole mich hier raus. Aber eigentlich ist die großartig. Eigentlich ist die, finde ich, die ist doch nett. Die ist bestimmt privat auch total nett. Ich mach das auch. Keine Ahnung. Ja, doch. Woher soll ich das wissen? Ich bin in festen Händen. Ja, wir wollen Ihnen jetzt die Gelegenheit geben, das eben Gesehene zu verarbeiten oder anderweitig den Körper wieder zu verlassen. Das ist Ihnen überlassen. Zu den 100 nervigsten Popsongs. Ich habe mir gerade eben in der Pause sagen lassen, dass sehr, sehr viel Gebrauch gemacht wird vom Runterladen unserer Klingeltöne. Gibt es einen Favorit, den du hier runterladen würdest gerne, Oliver? Alle, alle. Das ist alles super. Riesenidee von ProSieben, sich die Klingeltöne runterzuladen. Ich glaube, ich freue mich schon. Danke. Riesenidee von ProSieben. Ich freue mich jetzt schon auf die Leute im Kino. Ja, hab ich mir runtergeladen bei ProSieben. Das macht Spaß, meine Damen und Herren. Sie wollen Spaß, den kriegen Sie im wahrsten Sinne des Wortes. Denn hier sind die Plätze 40 bis 36. Platz 40. Ich will Spaß von Markus. Die Spaßbremse der neuen deutschen Welle. Die heute von Bohlen beim Vorsingen und beim Casting aus dem Raum geschickt werden, könnten eigentlich sofort mit Markus zusammen eine CD aufnehmen. Weil ich kenne eigentlich keinen deutschen Sänger, der schlechter singt als Markus. Platz 39, Mambo No. 5 von Lou Bega, der schmierige Casanova-Verschnitt. So hätte es gern, weißt du, so ein bisschen von Monika was, ne, meinetwegen den Kopf und den Hintern von, ist schon raffiniert gemacht. Da muss man erstmal drauf kommen. Platz 38, Flugzeuge im Bauch von Herbert Grönemeyer. Die wehleidige Presswurst. Wenn man eine Frau oder eine Freundin kennenlernt, das hat man früher zumindest gemacht, dann nimmt man ja gerne Kassetten auf. So, ich habe dir eine Kassette aufgenommen, das ist für dich. Und da war garantiert immer dieses Lied mit drauf. Das hat man immer so den Mädels geschenkt, wenn man sie gerade verlassen hat. Dann hinterher noch kurz die Platte nachgeschickt, ja. Oder man bekam sie zugeschickt von den Mädels, ja, nach dem Motto, das war's dann. Platz 37, Polonaise Blankenese von Gottlieb Wendehals. Affen, Titten und doch nicht geil. Mit ganz großen Schritten und Erwin fasst da Heidi von hinten an die Schulter. Erwin greift Heidi von hinten an die Titten, heißt es. In ganz großen Schritten, er greift von hinten an die Titten und dann kommt Schultern und immer noch wird er heute drüber gesagt, mein Gott, Titten, er packt ihr an die Titten, nicht die Schulter. Das ist es doch. Das ist aber auch nicht lustig. Es ist nicht lustig. Und Gottlieb Wendel, es ist auch nicht lustig. Eine karierte Jacke und ein Gummihuhn sind nicht lustig. Platz 36, Jenny from the Block von Jennifer Lopez. Der verzogene Ghetto-Pummel. Soll ja den geilsten Arsch der Welt haben. Der Hintern kann nicht der schönste der Welt sein, weil dann verstehe ich nichts von Hintern. Sie hat den schönsten Hintern der Welt. Der Hintern gefällt mir nicht so. Der Arsch ist gut für andere Männer. So toll ist der Arsch dann auch nicht. Hello, hello. Der singende Arsch, Jennifer Lopez. Eben wurde gesagt, Jennifer Lopez, Ghetto-Pummel. Ja, ich meine, aufgewachsen, aber im Ghetto von Beverly Hills, oder? Anastasia ist die Frau, die Jennifer Lopez, glaube ich, interviewt hat. Du kennst sie, oder? Na, ich habe sie Backstage bei Wetten, dass gesehen. Und da hieß es dann Backstage so, Vorsicht, Vorsicht, Jennifer Lopez kommt, sie will einen weißen Raum. Aha. Also nichts in diesem Raum, in der Garderobe, darf eine andere Farbe als weiß haben. Warum? Wahnsinn.
Wer erklärt mir das? Also Unschuld, verstehst du? Die Unschuld. Wollte bestimmt Dias gucken. Keine Ahnung. Was ist denn mit der Abschaumkrone der neuen deutschen Welle? Markus. Ach Gott, hör auf. Ich dachte, du meinst Grönemeyer. Ja, Comeback-Show, habt ihr ihn gesehen? Ja, super. Ja. Das ist mein Sänger. Mein Maserati, mein Fahrrad, ich hab den Polizei, ich geh mir nie wohin, du bist, auch bis ans Ende dieser, zu Recht in der Comeback-Show, da ist er genug gestraft mit. Ja, und er ist drin geblieben, er ist drin geblieben. Ja, noch ein, zwei Runden, man kann ja nicht alle sofort rauswählen, was wir gerne machen würden. Aber es steht in der Comeback-Show noch eine zweite Staffel bevor und ich glaube, dann ist natürlich auch der grob schlechtige Kübelbeck-Versteher Gottlieb Wenderhals dran, oder? Brauchen wir den? Das ist schon so fies, dass man den so nackelig angucken musste in Australien. Das wollte ich schon nicht. Also das habe ich nicht gewollt. Es tut mir auch leid, so ein bisschen. Also ich schäme mich da auch, dass das so kommen musste. Und der hat seine Frau verlassen für den Affen. Sachen, die man nur von Michael Jackson bisher kannte. Ja, ja stimmt. Aber hat auch gemacht. Hör. Außerdem ist er halt der größere Brüste als ich. Das mag ich sowieso nicht bei Männern. Und die hängen, ne? Ja. Bis zum Bauchnabel. Mann, hast du schöne lange Brüste. Der braucht wahrscheinlich auch einen Tittenrichter. Der braucht wahrscheinlich auch einen Tittenrichter. Aber das muss dann das Huhn machen. Aber ich meine, er hat schöne Lieder gemacht. Oder? Ich meine, das war jetzt ein bisschen gemein, wir haben es vorhin auch gemerkt, so Grönemeyer kommt dann rein, alle so, ach, das ist doch ein schönes Lied. Ja, so, die meinen auch die Version von Oli P. Das ist ja auch wieder diese Nummer. Aber ich meine, Grönemeyer, das ist auch blöd, wenn das so hintereinander kommt. Polonaise, ja. Grönemeyer, schon mal von Grönemeyer. Hier fliegen gleich, das Pille, da geht's los, unsere Polonaise. Das fände ich auch mal gut. Das fände ich auch mal gut. Ja, der macht zu wenig Stimmungslieder. Heute sauen wir auf die Frauke. Das möchte ich mal von Herbert hören. Das möchte ich mal von Herbert hören. Und hier sind unsere Plätze 35 bis 31. Platz 35. Pur mit Abenteuerland. Elend pur. Es gibt drei Arten von Sängern für mich. Die gut aussehenden, die intelligenten und Hartmut Engler. Ich ertrag's nicht. Begnadeter Sänger, begnadeter Texter, so mit Abenteuerland, das, was Kinder sich wünschen, auf den Punkt getroffen, wirklich ungeheuer toll. Komm, bitte nicht, oh, ich muss mal kurz aufs Klo, Entschuldigung. Oh. Platz 34, Hero von Enrique Iglesias, die jammernde Nachgeburt von Julio. Enrique Iglesias, der kleine Ableger von Julio Iglesias, mit dem bin ich ja noch groß geworden. Und ich habe immer gehofft, irgendwann ist er hoffentlich zu alt und hält die Fresse. Und kaum war das soweit, kam Enrique Iglesias. Und das nehme ich dem Iglesias-Clan übel, dass er uns seit Jahrzehnten auf die Eier geht. Platz 33, Afrika von Toto, die Volkshochschulrocker. Ich jetzt mal wirklich als ehemaliger Keyboarder sprechen kann. Das war unglaublich, was die Jungs da von Toto gemacht haben. Er hat dieses Solo beidhändig auf zwei Synthesizern gespielt. Das ist so schwierig und so gut. Und das ganze musikalische Handwerk, was man heute ja fast nicht mehr braucht, weil alles computermäßig ist, war so gut und dermaßen von einem anderen Stern, dass es wirklich viel Respekt abverlangt. Wenn man zu Afrika Sex hätte von Toto, das muss, dass die Frau da nicht wegschläft. Das ist auch so, ja, so ungeil. Platz 32, Everybody, Backstreet's Back von den Backstreet Boys. Das Grauen vom Hinterhof. Fand ich damals cool. Ja. Magst du nicht? Ja, achso, fand ich auch gut. Das Video war im Schloss. Genau, Vampir, Mumie und so alles. Oh, richtig geile Tanzperformance. Genau, wollte ich gerade sagen. Hammer. Da fliegt dir der Hut weg. So geil ist das. Deswegen musste das ein Erfolg werden. Merkwürdigerweise haben die mich vorher überhaupt nicht gestört. Aber als dann dieses Lied kam, von wegen Wir sind zurück, habe ich mir gedacht, wo kommt ihr überhaupt her? Und warum seid ihr wieder da? Geht doch bloß wieder da, wo ihr wohnt.
Platz 31, griechischer Wein von Udo Jürgens, der bumsfidele Bademantel. Griechischer Wein ist doch wie das Blut der Erde schenkt. Das sind grandiose Dinger, ob jetzt griechischer Wein, ehrenwerte Haus, Bitte mit Sahne, alle super geile Songs. Ich glaube, der hat 100 Songs gemacht, die hätte man auch unter den 100 nervigsten Songs praktisch nur seine Songs nehmen können. Nein! Udo Jürgens, meine Damen und Herren, der Kaffeefahrten-Playboy und bumsfidele Bademantel mit seinem ranzigen Reziner-Schunkler griechischer Wein. Klasse, oder? Wenn es hier einen am Tisch geben würde, die er mal nach einer Wetten, das denn und angebaggert hätte, dann wüsste. Ich erzählen, ja? Hier muss hat man. Er alles nicht, hat er nicht ja, mal angebaggert? Ja, Mann, ich will das nicht erzählen, das ist so eklig. Erzähl, komm, sag doch mal. Wie war das denn? Wie kam er denn auf dich zu? Auf jeden Fall ist der. Endlich mal einen in seinem Alter. Ist sehr nett in dem Alter. Ja, ja ist doch. Moment. Der ist doch 70. Ich war noch nicht zu Ende mit meinem Satz. Nix. Die er nicht kriegen kann und dann versuche ich es halt bei der Anastasia, die ja viel jünger ist. Danke. Auf jeden Fall ist er. Ja. Ist der 70? Älter? 70, ja. Was ist das denn? Irgendwas um die 70, ne? Und dann ja, der ist 70, ja. Ja, ist doch nicht schlimm. Dann kann der doch nicht eine Frau, die 40 Jahre jünger ist, anbaggern. Also warum denn nicht? Warum denn nicht? Lass uns doch die Hoffnung, wenn er das schafft. Guck mal, seit es Viagra geht, immer, da geht's ab wie Sau in dem Land. Ne, das Rentnerpack, die schnappen sie unsere Ehe alle weg. Ja, aber der auf, ist so falsch. Ja, ist doch wahr. Wenn die Alten haben Zeit, weißt, wir müssen morgens arbeiten. Die Alten sagen, hey, bei mir kannst du auch schlafen. Ja, ist das so. Die Alten, die haben doch Spaß. Au, au, au. Wunderbar. Viele alte Männer. Wunderbar ausschlafen bzw. einschlafen kann ich immer bei pur. Ja, am Ende sind sie wirklich so langweilig wie ein Eiersalat, oder? Das ist naja. So kuschel, so irgendwie wie Diddelmaus ist so pur. Ist mal, was ist Abenteuerland? Aber der soll total nett sein, habe ich ja, mir sagen lassen. Der ist bestimmt das sage ich aber, glaube ich, über jeden und mittlerweile. Im Abenteuerland, schon. Da verliert man den Verstand. Ja, und das genau. Weiß er wohl ganz genau. Wahrscheinlich ist es aber der Osten. So Schmuse, Puschel, Kuschel. Ich weiß es auch nicht. Also nee. Ist irgendwie Olli, was fällt dir denn ein zu den Backstreet Boys, die wir eben gesehen ach, haben? Groß. Ja, mach doch mal. Großartig. Nee, also eigentlich der Start meiner Karriere sozusagen. Ich habe damals bei einer Pressekonferenz bei denen mal vorgetanzt. Da war ich aber noch gar nicht beim Fernsehen. Hey, vorgetanzt. Das ist doch und gut. Genau das Ding haben wir da. Bitteschön. Nee. Ja. Nein. Ja. Hat trotzdem nicht geklappt. Ja. Aber fast, komm. Ja. War schon ein Nick-Double damals, ja. So gesichtsmäßig. Was ich gar nicht wusste, auf 34 haben wir Enrique Iglesias. Ich wusste gar nicht, dass er eine Warze hat. Das sieht man nie, wenn er singt. Ja, also versteckt sie im Gegensatz zu Herrn Maffay. Ich finde vor allem, er hat sie immer so ganz dezent. Ups, das ist mir abgefallen. Er hat sie auch mal ganz dezent versteckt. Would you dance? Would you to dance? Would you lie? You song come back. For the one you love. In your das ist für mich. Was macht man, dass man so klingt? Das ist toll. Das ist so, die sind so genauso peinlich wie die Cordalis hier in Deutschland ungefähr. Das sind so die ähnlichen schlimm. Ja gut, der hat sie aber nicht mit Arschfett aufspritzen lassen, oder? Das muss er jetzt noch nicht machen. Nee, der ist noch zu jung. Ich meine, man fragt sich immer, warum sich der Iglesias die Warze hat wegmachen lassen und nicht die Warze den Iglesias. Ja, das dann hätten wir heute eine lustige singende Warze. Ja. Und hier sind unsere Plätze 30 bis 26. Platz 30, ein bisschen Frieden von Nicole. Die Friedenspfeife mit Faltenrock. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne, eine Riesenerde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude auf dieser Erde, das wünsche ich mir. Ah, ein bisschen Frieden, das ist so die Friedensbewegung, wie sie sich die CDU vorstellen, ne? Oder? Das ist so spießig.
Ja, entschuldige bitte, das Lied kann einfach nicht nerven. Das ist unser einziger Sieg beim Grand Prix gewesen. Da kann man auch nichts gegen sagen. Platz 29, Mr. President mit Coco Jumbo. Strumpf ist Trumpf. Ja, 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 Coco Jumbo, ja, ja, yeah. Und alle. Ah, ja, ja, Coco Jumbo, ah, ja, yeah. Und nochmal. Ah, ja, ja, Coco Jumbo, ah, ja, yeah. Und jetzt die dritte Strophe. Ah, ja, ja, Coco Jumbo, ah, ja, yeah. Und jetzt alle. Also, wenn Frank Farian ganz schlecht drauf ist und schlecht gegessen hat, dann komponiert er sowas und legt es dann aber weg und hat es Boni M nicht gegeben. Die wurden aber auf Platte gedruckt damit und das war wirklich auch furchtbar. Platz 28, My Heart Will Go On von Céline Dion, die unversenkbare Klapperfregatte. Das Lied hat mich nicht so wirklich geflasht, aber ich bin sowieso so in Pop- oder Weltmusikballaden, das flasht mich nicht so. Ja, als ich das Lied hörte, habe ich dann verstanden, warum die Titanic untergegangen ist. Also, das ist der vertonte Eisberg halt. Titanic, wa? Ja. Da musste man einfach weinen, wenn man das gehört hat, ja, bei Titanic. Ja. Ich kann da nicht weinen irgendwo. Ich weine eher, wenn so ein Tier stirbt. Platz 27, Daylight in Your Eyes von den No Angels. Die Wurzel allen Casting-Übels. Ich muss sagen, die Musik von den No Angels fand ich sehr, wirklich sehr retorten- und plastikmäßig. Fand ich, oder finde ich, immer noch einen sehr geilen Popsong. Das war die schlechteste No Angels-Nummer von allen. Einer meiner Lieblingstitel? Muss ich wirklich sagen, hochqualifizierte, gut gemachte Popmusik. Platz 26, Eimann mit Mein Stern. Klingelingeling, hier kommt der Eimann. Die Aussage ist klar, wir haben das früher auch gemacht, wenn wir Feten gefeiert haben, war der Eintritt ein Mercedes-Stern. Und ich glaube, davon handelt auch, glaube ich, der Song. Ne? Mein Stern, hier ist er. Gut, du kannst reinkommen, Alter. Ja! Auf Platz 26 ein Künstlerimitator, der sein Zeitschriftenabo besingt. Einmann mit meinen Sternen. Und ich bitte wirklich, also folgende Wortwitz jetzt zu unterlassen. Einmann ist Keimann. Arsch auf Einmann. Einmann geht noch rein. Bitte keine heiße Asche in den Einmann einfüllen. Ja, bitte diese Wortwitze unterlassen. Und ich würde sagen, ach, damit schade, können wir Einmann auch schon abhaken, so, oder? Kommen wir lieber zu den No Angels. Ja, The Angels. Ja, die hat sich eben auch versprochen. Ja, die hat auch No Angels. Ich will immer sagen, No Angels. Angels. Man will immer No Angels sagen, wie von Angela Merkel und dann war mal auch weg. Deswegen, das heißt aber nur Angels. Also bitte. Aber sie haben Daylight gesungen und ich meine, das ging ziemlich schnell aus, das Licht. Aber hören die jemals auf? Hören die jemals auf, die No Angels? Die haben aufgehört. Echt? Ja, ja. Aber die hat doch bei euch mal angefangen, bei MTV, ne? Ja, die eine. Also eigentlich haben sie mir alle nichts getan, außer die eine. Vanessa. Echt? Ja, Vanessa. Kennst die? Vanessa, Vanni? Vanni, weißt du? Ja. Vanni. Die sieht aber ganz nett. Ich fand immer, die war die nett aussehendste. Die sieht doch, die sehen alle gut aus, oder? Ja, ne? Ja. Die ja. Sieht, ja. Nee, das war so, das war ein halbes Jahr, bevor dieses Casting, Popstars-Casting war, da hatte sie ein Praktikum bei uns. Nee. Und da war ich gerade neu bei MTV. Praktikantin? Ja. Habt ihr immer solche Praktikantinnen ja, bei euch? Ja, die sind alle so. Kurze Röcke, hübsch und... Ne? So ist das bei uns. Ist ja wie im Weißen Haus bei euch. Auf jeden Fall hatte sie Praktikum gemacht und die hat nie was gemacht. Die stand den ganzen Tag rum und hat, ratet mal, was hat sie gemacht? Ich weiß es ganz genau, das tut weh und nee. Was hat sie gemacht? Sie hat den ganzen Tag gesungen. Meine ich doch, die hat gesungen. Die hat die ganze Zeit gesungen. Was auch nicht lustig ist, ist ja nun wirklich der Film Titanic. Also das war wirklich ganz toll. Ich war mit einer guten Freundin damals in dem Film. Und in der Pause hat sie dann gesagt, oh Mensch, hoffentlich geht das Schiff nicht unter. Und, also ich fand's toll. Ich fand's gut. Aber Miriam. Hier, guck mal. Ich hab ja...
Da, ich habe ja nach dem Film, ich kann das Flöten-Solo. Ja, mach mal. Moment. Versuch. Jetzt kommt's. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir rollen weiter. Spiel weiter. Ja, weiter kann ich nicht. Weiter kann sie nicht. Sie kann es nicht. Der Olli will auch noch was sagen. Olli sag doch, ich kann Arschgeige und Nasenflöte kann ich auch noch, mache ich jetzt hier aber nicht vor. Ich finde den Song immer schrecklich, vor allem wenn irgendwie so Kandidaten bei Nur die Liebe zählt, auf diesen Song dann immer sich bei ihrem Partner entschuldigen. Die so, ja. Frank, du hast mich geschlagen, das tat weh, aber egal, ich vergeb dir. Geil. Meine Damen und Herren, wir geben Ihnen ein paar Minuten Zeit, das Gesehene zu verarbeiten. Willkommen zurück, meine Damen und Herren, bei den 100 nervigsten Popsongs. Wir legen gleich los. Hier sind die Plätze 25 bis 21. Platz 25, 99 Luftballons von Nena. 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Ich weiß nicht, das war immer schon so mit Kriegsminister und so ein bisschen mit Ledermontur und dieses Wie, wo sie dann so einfach so übers Feld läuft, so einsam und so Gedanken verloren. Meins ist es nicht. Ja, ich kann verstehen, wenn das die Leute nicht mehr hören können. Ich mag Nena nicht. Also die Frau nicht. Aber der Song war gut. Platz 24, der Möschendrahtzaun von Stefan Raab, der Restoverwurster. Das Gute an solchen Sachen ist ja, dass sie billig sind und auf die Idee muss man erstmal kommen. Aber man muss sich das Lied nicht anhören. Kann man das schneiden? Ja klar können wir das, Elton. Aber das Gute an solchen Sachen ist ja, dass sie wirklich großartig sind und auf die echt geile Idee muss man erstmal kommen. Ja, wer sagt denn sowas, dass sowas nervt? Das ist doch auch ein grandioses Lied. Ja, dann kann ich noch gar nichts, ich kann damit Stefan Raab nichts anfangen. Ehrlich gesagt, ich finde das weder lustig noch sonst was. Keine Ahnung, nee, mag ich nicht. Platz 23. Nicht von dieser Welt von Xavier Naidoo, der nöhlende Vollzeitmessdiener. Sie ist nicht von dieser Welt, die Liebe, die mich am Leben hält. Das ist ein sensationeller Sänger und ein sehr, sehr netter Mensch. Plötzlich habe ich ihn auch mal, weiß ich auch nicht, getroffen. Da kam er zu mir und sagte, ja Bruder, Jesus lebt irgendwie. Na, dann meinte ich, ja, wie soll das heißen, dass jetzt die Osterferien ausfallen? Platz 22, Pray von DJ Bobo, der ausdruckslose Ausdruckstänzer. Der, oder? DJ Bobo. Dass der sich überhaupt DJ nennen darf, ist eigentlich eine Frechheit. DJ Bobo ist ja in gewisser Art und Weise in Europa einer der Vorreiter des heutigen Tanzbooms gewesen. Das muss man ihm unumwunden zugestehen. Na, ob das ein Tanzstil ist, das lassen wir mal dahingestellt. Aber es ist zum Glück tatsächlich einmalig. Dafür Respekt. Sein Rap ist aber doch unter aller Kanone. Platz 21, Right Now von Janet. Alexander Klavs mit Titten. Ja, die Frau kann ja nur wirklich singen. Also unbenommen, die kann es tatsächlich. Aber dann irgendwie auf Schuhen rumzulaufen, die kannst du in keinem Schuhladen mehr kaufen, oder? Also ich meine, so gibt es nur noch einen Pornoshop. Also mit den Schuhen an den Füßen hat man das Gefühl, dass man sie im Stehen nehmen könnte. Und wenn sie Schuhe aussieht, muss man sie doch wieder auf den Tisch setzen. Wow! Auf der 21, das lobt mal eine Trittbrettluder, Jeannette, eine Frau, die wahnsinnig erfolgreich ist, die wahnsinnig viel zu tun hat. Wie schafft die Frau das? Oliver, du kennst sie, glaube ich. Ja, ich finde das erstmal blöd, dass über die Klamotten abgelästert wird. Da kommt ein bisschen halt das Zirkuskind in ihr durch. Und ja, nee, und sie hat jetzt alle Interviews abgesagt mit ProSieben, alle beide jetzt wegen den 100 nervigsten Deutschen. Fand sie nicht witzig, konnte sie gar nicht drüber lachen. Und jetzt auch in der Bild-Zeitung fand ich auch super, sie singt ja jetzt auch irgendwie. Und zwar
für notleidende Tiere. Und ich finde es total fies, wie sie ihre Fans bezeichnet. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal klarstellen. Ja. Ein Mensch, der bestimmt keine Depression hat, ist ja DJ Bobo, oder? Ich habe keine Ahnung. Ziegenpeter auf Speed. Oder ist er einfach nur ein Begnadeter? Oder ist er einfach nur Choreografie-Räuber? Ich meine, diese Choreografie, die kann kein Mensch tanzen, außer DJ Bobo. Die ist großartig. Ich finde den super. Das ist wenigstens auch der einzige Rap, den ich selber kann. Dieses Music is what I'm living for. Hit the dance floor and get ain't no more. Ain't no more time for taking the jam. Jam to the jam to the summer romance. Moment. Moment. Die Leute lieben es. Moment. Wir wollen dich. Es geht ja noch weiter, Matthias. Jam to the summer romance. With your hands in the air, everybody everywhere, everybody sing it loud. Pray for freedom. You can make it a better place. If you pray for freedom. An dieser Stelle sollte eigentlich Feuerwehr kommen. Hallo, Papa, der uns gleich noch weitere großartige Beweise seiner Tanzkunst geben wird. Denn hier sind die Plätze 20 bis 16. Platz 20, Captain Jack von Captain Jack. Oh, Captain Jack! Oh, Captain Jack! Der ausgemusterte Drill-Instructor. Dieser Kommandoton, den finden ja schon Soldaten nicht schön, die sich in den Schlamm werfen und über Hecken springen müssen. Warum sollen wir darauf tanzen, wenn Johnny Neve sich weigert, das zu tun? Schlimm! Hey ho, Captain Jack, ich glaube, mein Gehirn ist weg. Dem Sergeant fehlt das rechte Ei, gib mir seins, dann hab ich drei. Hey ho, Captain Jack. Ach, ekelhaft. Platz 19. 10 nackte Friseusen von Mickey Krause. Das einzige Argument für Jürgen Drews. Ich will 10 nackte Friseusen. Mickey Krause ist musikalisch gesehen wirklich großartig. Das ist so scheiße, das kenne ich noch nicht mal. Also ich kann tatsächlich jedem empfehlen, mal zu einem Mickey Krause-Konzert zu gehen. Ganz, ganz ernst gemeint. Ach, natürlich kenne ich es. Ich will es nicht kennen. Ich tue einfach mal so, als wäre das völlig an mir vorbeigegangen. Aber musikalisch ist der großartig. Eine großartige Band und Stimmung ohne Ende. Das ist dumm Zeug. Ich habe die Plattenpräsentation hier im Kölner Puff, im Pascha, mitgemacht und ich war total überrascht. Ist echt eine geile Stimmungsband und macht sehr gute Musik. Platz 18, Anita von Costa Cordalis, das griechische Arschgesicht. Bye, Musik und bye, bye. Also den Song kann nun wirklich jeder rückwärts mittrellern. Warte mal, wie geht der Text nochmal? Ich schwarz war ihr Haar, die Augen wie zwei Sterne. Schwarz war ihr Haar, die Augen wie zwei Sterne, so klar. Ja. Da. Das ist genau die Musikrichtung. Ja, geil, oder nicht? Sing mal vor. Da, Anita. Na, und? Doch. Da. Nein, da habe ich mich so gegen sowas verwehrt. Ich habe da immer die Purple gehört. Platz 17 from Sarah with Love von Sarah Connor, der Delmenhorster Nasenbär. So, singen kann Sarah Connor wunderbar. Und das ist auch eine schöne Ballade. Die hat ja die Presswehen vorgezogen bei dem Lied. Und auch wie sie im Video immer so emphatisch an diese Schließfächer haut. Das war auch scheußlich. Also ich finde es ein sehr schönes Lied. Es sollte definitiv von jemand anders gesungen werden. Platz 16. Last Christmas von Wham. Das dupierte Weihnachtsgrauen. Viel auf Tournee und immer wenn ich dann so über die Autobahn gleite und die spielen das, muss ich sagen, ist mir sehr ans Herz gewachsen, der Song. Das Lied hört man ja zum Glück nur Weihnachten, dann aber auch alle 10 Minuten und dann kann man doch schon irgendwann mal das Autoradio rausreißen und aus dem Fenster schmeißen. Man kann es einfach nicht mehr hören. George Michael, finde ich, ist ein extremer Kotzbrocken, der tolle Musik schreiben kann. Ja!
Auf Platz Nummer 16 die Föhnwellen Mutanten von Wham. Ein Lied, über das man sich so freut wie bei Donald Duck Krawatten unter dem Weihnachtsbaum, finde ich. Aber eigentlich ist der ja Grieche, oder? Wer? Der George Michael. Ja, ja, George. Yorgos Michalidis, Papa, schlag mich tot. Ja. Papa Popos. Ja. Papa Popos. So. Ja. Ich bin froh, dass ich nicht so einen Nachnamen habe. Ja. George Michael, wie heißt eigentlich der andere von Wham? George Michael. George Michael. Ja. Weiß jetzt Bescheid. Ja. Aber wir haben ja noch einen Griechen in der Gruppe. Ja, Costa Cordalis. Oder auch der, der in den Dschungel schiss. Die getanzte Poseidon-Platte, ja, mit seinem Nevergreen Anita. Ja. Auch bald sicherlich in der Comeback-Show, oder? Die zweite Staffel, ja, bietet aber sich er war an. Niemals weg eigentlich, oder? Nö. Doch, der hat doch keine Platte mehr rausgebracht. Der trellert doch Anita seit 30 Jahren, oder? Der hat doch noch mal sowas, so Jungle Beat zum jetzt neu, genau. Und der hat auch zwischendurch mal irgendwie so ein irgendwas mit Oberbayern. Wir alles im Griff. Nein. Nee, das war er nicht. Aber der hat zwischendurch mal 10 nackte Fresse. Das war auch wieder ein anderer. Das super ist immer. Aber wissen wir schon nicht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Genau. Wir wissen es nicht. Ja. Und weiter geht's mit dem nächsten Block. Platz 15. Wahnsinn von Wolfgang Petri. Und ab in die Schlager. Hölle, Hölle, Hölle. Wer kauft denn diese Platten? Wer kauft die? Ja, zur Adoption freigegebene Kinder, entlaufene Sträflinge und... Also eigentlich gehört sie in jeden gut bürgerlichen Haushalt. Würdest du die CD kaufen? Ja, würdest du sie kaufen? Meine Eltern haben mich, braucht sie nicht kaufen. Platz 14. Hyper Hyper von Scooter. Rolltechno für die Dorfdisco. Hyper Hyper! Hyper Hyper ist so ein Lied. Merkwürdigerweise, je öfter man es hört, umso weniger stört es eigentlich. Das stört mich. Sag mal, Elton, merkst du noch was? Wenn es einer verdient hat, wirklich ans Kreuz genagelt zu werden, dann dieser Typ. Es gibt Musik zum Träumen, es gibt Musik zum Verlieben, es gibt Musik zum Kuscheln. Und Scooter ist Musik zum Scheißen. Platz 13. I've been looking for freedom von David Hasselhoff. I've been looking for Freibier. I've been looking for freedom. I've been looking so long. Der singt jeden Scheiß. Der hat Peter Maffay wieder gesungen, der singt Looking for Freedom, der singt Looking for Brain, der singt auch Ole, wir fahren den Puff nach Barcelona, wenn man ihn bittet. Das ist auch Kotz. Gott, ist das schlecht. Diese elende Jack White-Produktion. Und dann wird das auch noch ein Hit. Und dann auch noch mit diesem elenden David Hasselhoff. Also ein Profilneurotiker vor dem Herrn. Ich habe dann irgendwann mal gelesen, er war Alkoholiker. Ich dachte, das hast du verdient, Junge. So schlecht, wie die Musik war. Jetzt ist halt noch sauer drauf, dass man ihn nicht genug geehrt hat, weil er seiner Meinung nach ja die deutsche Wiedervereinigung mit ins Leben gerufen hat. Weil er hat gesagt, er hat die deutsche Wiedervereinigung mit verursacht, weil er vor der Mauer Looking for Freedom gesungen hat damals. Platz 12. Tic-Tac-Toe mit Ich find dich scheiße und wir euch erst recht. Ich find dich scheiße. Scheiße. Also ich habe die mal im Fernsehen gesehen, die Tic-Tac-Toe. Och, die waren frech, war die. Also damit musste man erstmal klar, ich musste mehrmals schlucken, auch weil die so, so frech waren. So. Ich finde die scheiße so. Das, mir war das eigentlich zu frech. Die waren so, frech waren die so. Oh, Mann. Frech. Tic-Tac-Toe. Platz 11. Herz aus Glas von Ben. Hohlraumversiegelung dank Mütze. Okay, okay, jetzt bitte keine Mützengeschichten. Wir wollen einfach mal über seine Musik reden. Wer ist Ben? Ah, okay, also die kuschelige Schmusemütze mit den plüschigen Sandballaden. Ben, komm, lass mal den Punk aus dir raus und mach mal, verbrenn die Mütze und sing mal was Rockiges. Geile Lieder dabei. Spitze! Jetzt wird's richtig hart. Wahnsinn. Wahnsinn.
Da kann ich nur den Leuten empfehlen, sich jetzt den längsten Klingelton der Welt runterzuladen. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hyper, hyper, hyper. Moment, Entschuldigung, was haben wir denn hier für ein Publikum hier? Ja, es geht ja. Was erwartest du? Ja. Hölle, Hölle, Hölle. Nee, das ist Wahnsinn. Das war übrigens auch eine super Nummer damals für alle Leute, die Disco Fox getanzt haben auf allen Hochzeiten. Da gab es ja diese längste Single der Welt. Ja, ja. Ideal, um mal kurz was wegzuknattern, auch perfekt. Ja. Und aber auch für alle Leute, die nur Disco Fox tanzen wollen, die spätestens nach 20 Minuten Wolfgang Petri wirklich zum Kotzen rausgegangen sind. So, Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Ich will nur dich. Das ist Wahnsinn. Dann schicke ich in die Hölle und er hat noch einen. Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Verdammt war ich glücklich. Verdammt, das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich? Toll. Ja, genau. Looking for freedom. Dieses Herz aus Glas. Nee, bloß nicht. Das ist schon. Aber ich meine, Scooter will jetzt aber beim Perfekt. Scooter will beim Grand Prix auftreten. Ja, ja. Wirklich, haben die einen Aushang gemacht? Kirmesmann zum Mitreisen gesucht? Nein, also soll er zu Hause bleiben. Also vergiss es. Nee. Ich meine, was ist denn mit Tic-Tac-Toe? Die sind uns ja wirklich auch in Erinnerung geblieben. Da war doch, nach der Pressekonferenz ist nie wieder was gekommen von den beiden. Die Jessie ist rausgeflogen und mit so einer Fresse. Also die war aber auch super unsympathisch, oder? Horror. Und warum sind die jetzt schon, die waren noch gar nicht lang genug weg, dass sie schon wiederkommen durften. Ja, eben, und auch der Song, es hieß I'm in Trouble. Und sie sagt, I'm Trouble now. Da sieht man, was man davon hat, wenn man nach der 7. Klasse abbricht, ja, die Schule. Ja, ist auch so. Aber die Pressekonferenz war super. Geil. Pressekonferenz war gut. Die habe ich gesehen, die jetzt so. Ja, wir haben alle Morddrohungen bekommen. Alle. Oh, du kannst so verdammt gut lügen, echt, ey. Ey, jetzt reicht's aber, jetzt reicht's wirklich. Du machst die ganze Band kaputt. Oh, du kannst so gut lügen, du Sau, echt, du. Hey, hell, ich hab's gesehen. Hab ich gesehen. Perfekt. Super. Das war der Höhepunkt von Tic-Tac-Toe, diese Pressekonferenz. Danach war es vorbei. Bei uns ist es noch lange nicht vorbei, denn bei uns folgen die Höhepunkte, nämlich unsere Top 10. Und wir sind gleich wieder für Sie da. Pop-Songs und jetzt haben wir sie. Wir haben unsere Top 10 der nervigsten Pop-Songs und hier ist unsere Nummer 10. Platz 10. Ein Bett im Kornfeld von Jürgen Drews. Das schmerzfreie Viagra-Zäpfchen. Ein Bett im Kornfeld. Da spricht ja nie einer davon, aber Jürgen Drews ist ein wirklich guter Sänger. Und Onkel Jürgen oder nie dabei. Der kann echt singen. Ich habe ihn mal bei irgendeiner Veranstaltung erlebt, da hat er das auch gesungen mit Playback. Da war der Applaus gleich mit drauf, das war sehr praktisch. Und er hat dann auch immer weiter noch Zugaben gesungen, obwohl die Leute das gar nicht mehr wollten. Aber der Applaus auf dem Band war einfach zu verlangend. Er ist ja das einzige, glaube ich, deutsche Sexidol und Symbol, das wir haben. Von dem aber auch nur er selber weiß, dass er es ist. Ich war früher ganz, ganz schüchtern. Und ich habe früher immer schon im Kornfeld onaniert. Irgendwann hat ihn dann einer da gefunden und gesagt, pass auf, bevor du den Mähdrescher kaputt machst, geh doch mal in die Hitparade. Jürgen Drews, meine Damen und Herren, auf der 10, der Mann, der ins Kornfeld onaniert hat. Und ich kann es immer nur wieder sagen, dort, wo der hin onaniert hat, steht heute ein Reihenhaus. Ja, überleg mal, der nimmt das auch so vorweg, ne, bevor der Appel irgendwie sagt, angewichst, sagt er schon selber. Das finde ich toll. Respekt. Er ist großartig. Mal, der hätte mal ins Heu gehen sollen vor der Comeback-Show. Habt ihr das gesehen? Wie er nee. Da, wie, der ist entglitt ihm alles. Ist abgelost, ne? Ja. Ist als erster rausgevotet worden und der hat so eine steinerne Miene bekommen und hat uns backstage dann gefragt, warum? Und? Warum? Was hast du ihm gesagt? Ja, weil du scheiße bist. Oder hat er gelacht? Nein. Aber das Schlimme ist, das Traurige ist ja, dass Onkel Jürgen wieder nicht auf Platz 1 ist. Er ist natürlich Top 10 wie bei den 100 nervigsten Deutschen. Er ist aber immer Top 10. Er ist irgendwie bei den 100 nervigsten Deutschen, ja, war glaube ich Platz 6 oder so, jetzt Platz 10. Wie kann er es schaffen auf die 1? Vielleicht, wenn man eine Sendung nennt, der nervigste Mallorca-Sänger, der mit dem Kornfeld singt, da wäre wahrscheinlich auch Platz 1. Aber sonst ist immer Top 10, Jürgen, weiter so. Weiter, du schaffst es. Irgendwann bist du Nummer 1. Irgendwann, wir gönnen es dir. Ja. Nicht aufgeben, Onkel Jürgen, und hier ist sie, Nummer 9.
Platz 9. Herz an Herz von Blümchen. Reif für den Komposthaufen. Also, ich mag Jasmin sehr gerne, ist ein ganz, ganz, ganz liebes Mädel. Aber die Musik, dieses Kinder-Techno-Pop, was sie da gemacht hat, war einfach das Grauen. Und ich glaube auch, dass sie sehr froh ist, dass sie das nicht mehr machen muss. Jasmin Wagner, unheimlich intelligente, begabte Frau. Ich habe mich ja mit ihr mal unterhalten, die schämt sich gar nicht für ihre Vergangenheit. Das Blümchen, ja, Kindermusik, oder? Aber, und deswegen nervt sie die Erwachsenen. Guter Titel, sehr poppig, sehr gut gemacht. Dieses Gesinge, also das war für mich dann wirklich so Teenie-Pop, unterste Stufe und da nichts für mich. Einer der wirklich aufregendsten Namen im deutschen Pop, das ist Blümchen. Wie kommt man zu so einem Namen? Ja, wie kommen wir? Komm mal, ja, das ist eine gute Frage. Mit dem Beat, da müssen wir eigentlich Pistölchen heißen. Sie heißt ja auch gar nicht Blümchen, man darf das nicht vergessen, ihr richtiger Name, Michaela Schaffrat, mit dem führt sie gerade durch Deutschland. Und ja, Bäumchen hört sich ja auch scheiße an. Bäumchen wechselt dich, warum denn nicht? Ja, aber ich finde aber auch geil, wie er getanzt wurde, das muss ich mal ehrlich sagen. Ich als großer Choreograf irgendwie, wie versucht wurde, auf 190 BPM immer noch eine Choreografie bei Blümchen zu machen. Das muss ich Ihnen ganz kurz zeigen, meine Damen und Herren. Das war immer toll. Dieses. Moment. Das liegt mir wirklich am Herzen. Da gibt's dann immer dieses, wie ein Boom, 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 Boomerang, komm ich immer wieder bei dir an, Boomerang, Herz an Herz, hörst du mich, und du es, ich liebe dich, ich und du, der und ich, sie und du. Ja klar. Du warst. Und man denkt sich trotzdem, kann es noch schlimmer kommen, meine Damen und Herren, ja, es kann, hier ist unsere Nummer. Platz 8, an Angel von der Kelly Family. Der siffige Wanderzirkus. Sometimes I wish I was an angel. Merkst du gleich Ausschlag hier irgendwie? Überall kriegt gleich Kratze, so wie man das so singt. Die singende Altkleidersammlung, die ja eigentlich, also so, das ist ja eigentlich eine Ansammlung von Viren Bakterien, die eine Musikband gegründet haben. Okay, vielleicht gibt es ein kleines Hygieneproblem, aber sie sehen verdammt gut aus. Ich weiß nicht, warum die Mädels da ausflippen bei den Typen, weil die sehen ja nur wirklich porthässlich aus. Diese Bande, die Kelly-Bande, die da ausgezogen ist, irgendwie deutsche Teenager, um ihr Taschengeld zu berauben, irgendwie kann ich wirklich nicht. Doch trotz des vielen Geldes unserer Kinder sind die Kellys immer noch ohne festen Wohnsitz. Jetzt ist der Tiefpunkt der Kelly Family, die Tour mit Roncalli. Man weiß ja immer nicht, was ist schlimmer. Der Roncalli-Zirkus, die Kelly Family oder die Kelly Family im Roncalli-Zirkus. Mehr Seifenblasen und ungewaschene Hände geht nicht. Ach, die Kelly ist auf der Nummer 8. Und ich muss sagen, ich fände es wirklich gut, wenn wir es mal schaffen würden, die Kellys 2 Minuten lang auszuloben, ohne dabei Läuse, Sperrmüll und eine Kleidersammlung zu sagen. Nee, das stimmt ja nicht. Letzten Montag waren sie ja in der Comeback schon. Die haben, ist das ein Imagewandel? Ich weiß nicht, die tragen nicht mehr Lumpen, die tragen Armani-Anzüge. Habt ihr das gesehen? Stinkt aber trotzdem. weißt du, woran das liegt? Weil die ihren toten Vater immer noch mit rumschleppen. Das ist eine Großfamilie, die halten halt zusammen, ne? durch alle. Ich habe die ja damals noch in der Fußgängerzone spielen sehen. Ja, und jetzt, wenn ich heute so zurückblicke, dann überlege ich, was passiert denn jetzt mit diesen Panflöten-Indios, die diese Ikea-Decken umhaben? Kommen die auch alle irgendwann mal in die Charts? Das wird großartig, glaube ich. Ja, die Kellys, die stinken gar nicht, die riechen. Ja, das wollte ich mal kurz sagen. Ja. Ich war mal bei denen zu Hause, das war ganz schön. Das waren, also, die Kakerlaken sind gut wie so groß wie Schäferhunde. Und hier ist unsere Nummer 7. Platz 7. Oops, I Did It Again von Britney Spears. Das lattenstramme Teilzeitluder. Das war die erste Single nach der Brust-OP, ne? Glaube ich. Und da hat sie mir dann auch besser gefallen. Die hat was Dreckiges. Jetzt mal ernsthaft.
im letzten Video, wie die da reinlurrt in diese Kamera, da denke ich mir, Alter. Dann säuft sie sich irgendwie die Hacke dicht, geht mit ihrem Freund in Nonstop-Knattern-Marathon irgendwie für eine Nacht, dann kurz am Kirchen-McDrive vorbei und vor dem Morgengöbeln gleich wieder scheiden lassen. Das fand ich, war schon eine ganz reife Leistung. Oops, I did it again, Britney Spears, diese rülpsende Dampfnudel. Auf Deutsch übersetzt, das wissen ja die wenigsten, heißt das ja, würdest du es hinten nochmal probieren, auch wenn es ein bisschen enger ist? Britney Spears auf der 7. Ich meine, das hat sie sich verdient, weil sie ist ja schon wahnsinnig lange dabei, oder? Wann hat sie angefangen damals? Streberin will. Ja, ich weiß, ne? MTV-Recherche und so. Die hat mit 7 schon Musicals gemacht. Nein. Am New Yorker Broadway. Ach. Ohne Scheiß. So bis 9, da hatte sie die Schnauze voll, war ihr zu viel. Komisch, ne? Mit 7. Und dann kleine Pause, dann Mickey Mouse Club, Mickey Pop Club, wie hieß er? Mit Justin Timberlake, Christina Aguilera. Und dann wieder ein kleines Päuschen und dann mit 15 erster Plattenvertrag und dann hieß es halt immer wieder, ups. Also hinter dem Hintergrund muss ich sagen, dass sie so früh schon ins Showgeschäft eingestiegen ist, dafür hat sie relativ spät angefangen zu saufen. Und das in Leipzig. In Leipzig. Wie hat in Leipzig das Saufen angefangen? Alter, Bitches, gibt's doch gar nicht. Jemand, der sicherlich auch ganz klasse riecht und ich weiß nicht, ob man sich ins Schön saufen kann, aber das werden Sie entscheiden, ist auf unserer Nummer 6. Platz 6. Gildo hat euch lieb von Gildo Horn. Die schwitzende Nussecke. Und wenn's auch mal. Das war das Bescheuertste überhaupt damals. Alle hatten ihn eine kurze Zeit so lieb und jetzt will ihn keiner mehr kennen. Ja, das Phänomen Gildo Horn habe ich ehrlich gesagt nie verstanden, weil ich weiß nicht, was an dem Mann nun so toll sein sollte oder ich meine, so ganz toll singen konnte er nie. Ja, muss er ja auch nicht. Dafür sieht er einfach nur geil aus. Er war damit ja beim Grand Prix, das fand ich auch klasse, das war ein schöner Auftritt. Weil das war wunderbar, das erste Mal den Grand Prix so auf den Arm zu nehmen. Und es war ja auch super, welche Welle das in Deutschland verursacht. Darf so einer beim Grand Prix singen? Sind wir schon wieder so weit, dass solche Leute, das kann man ja nicht. Das hat mir sehr gefallen, diese Diskussion. Da habe ich sehr drüber gelacht und habe auch mich selber seinen Auftritt gefreut. Schön! Gildo Horn auf der 6, super. Ja, super. Hat beim Grand Prix gesungen, aber jetzt singt er weniger eigentlich. Ne? Ja, wir hören kaum noch was, stimmt's? Oder hat den schon mal jemand wieder gesehen? Ich bin mal mit dem aufgetreten, der hat unter dem rechten, in der rechten Achsel ein ganz, ganz langes Achselhaar. Das hat überhaupt lange Haare. Der hat ein ganz langes, der hat so ganz riesen Gestrüpp unter den Achseln. Das haben wir da auch. Das hat mir immer hier so auf der Schulter geklebt. Ach, auch Männerhaare. Und um Rücken. Mir geht das hinten los. Ich meine, das kennst du noch nicht, Bettnässer. Aber bei mir geht das ja hinten los. Das ist ja das Gemeine. Ich bin 36. Wie fallen Sie hier da oben, fallen Sie langsam aus und aus den Ohren, aus der Nase wachsen Sie raus. Und hier ist unsere Nummer 5. Platz 5. You're my heart, you're my soul von Modern Talking. Hier singt der Chef noch selbst. You're my heart, you're my soul. I keep shining anywhere I go. Ist nicht genau das gleiche wie Cherry Cherry Lady und das davor. Ja, genau. Cherry Cherry Lady. You can win if you want, brother Louis, Louis, Louis. You're my heart, you're my soul, Cherry Lady, Lady, Lady. If Atlantis is calling a ling a ling a ling ling, you can drive in Geronimo's Cadillac-y lecky. Große Kunst. Ich denke mir oft, Dieter muss oft aufwachen eines Nachts und sich totlachen, wie viel Bekloppte seine Platten gekauft haben. Was mich einfach nur genervt hat, ist, dass eigentlich der Song ja nochmal neu aufgelegt wurde, nicht viel anders, mit ein bisschen Rap irgendwie dazwischen und das wurde wieder ein Hit. Als er remixed wurde vor einigen Jahren, fand ich ihn zum ersten Mal richtig geil. Ja, was denn jetzt? Könnt ihr euch mal einig werden? Als ich die das erste Mal gesehen habe, Mitte der 80er war das, da wusste ich gar nicht, was passiert, was ist da gerade. Die sahen aus wie zwei schwule Sylter-Skilehrer mit einer soliden Schiffschaukelbremser-Vergangenheit. Ja, wer hat das verbrochen? Super!
Modern Talking auf Platz 5 der nervigsten Popsongs. Also ich kann diese schunkelnden Scheißhausfliegen nicht mehr ertragen. Ich möchte mal denjenigen kennen, der diese Pop-Pest zu verantworten hat. Ich würde an deiner Stelle so, ich habe hier das Formel-1-Buch, du kommst auch drin vor. Und ich glaube eigentlich, dass du schuld bist, weil hier sind 3 Fotos von dir mit Modern Talking. Zum ersten Mal Nummer 1 in Deutschland, zum zweiten Mal Nummer 1 in Deutschland und zum dritten Mal. Und du siehst eigentlich aus wie ein Bandmitglied. Es ist ein ekelhafter Haufen. Natürlich schrecklich. Ja, also Lück, du hast dich verbessert. Du hast sie doch gefördert, hast du die doch. Super. Was wird denn da passieren? Ich meine, das geht so weit, ja. Die werden wir nie wieder los. Ich meine, Bohlen, ich meine, wenn der Fallschirmspringer wäre, klar, aber so, das wird nichts mehr. Wir werden in Jahren, das wird History werden. Ich sehe Guido Knopf schon im ZDF, History. Bohlens Helfer, Bohlens Frauen. Ja, das ist diese ganze Scheiße. Und irgendwann schreibt ein Buch, das heißt dann Mein Song. Mein Song, genau. Aber man darf nicht alles schlecht finden, weil die vielen tollen Autobahnlieder, die er geschrieben hat, die sind schon geil. Deutschland, wir brauchen Bohlen. Den alten Gag, warum haben Golffahrer immer eine Beule auf der Fahrerseite? Keine Ahnung. Okay. Geht der nicht mit einem anderen Lied? Der ging eigentlich mit Looking for Freedom, aber den Gag konnte ich nicht machen. Aber ist egal, ich habe ihn einfach mal versucht. Aber es geht bestimmt auch mit dem nächsten Lied, nämlich mit unserer Nummer 4. So, ist das richtig so? Muss ich mich jetzt zum Affen machen hier für euch? Hi, Henne, 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 Hi, Henne, Hi, Henne, Hi, Ha, Ha, Hu, Hu, Haga, Hek, Hek, Huga, Henne, Henne. Und ich dachte immer, Leute, das kann nicht wahr sein. Ich muss hier rauf. Last Ketchup auf der 4. Ja. Was wollen uns diese Aliens sagen? Was ist das für eine Sprache? Das ist Gebärdensprache. Das kennt man noch aus diesen Übersetzungen. Wenn man da so Nachrichten guckt, dann ist doch immer dieser Gebärden... ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet, aber das ist im Prinzip Paralympics hier. Das ist so richtig schön. Man könnte sich dann vorstellen, ich weiß, ihr singt alle nur Scheiß. Doch mich kann das nicht stören, wenn ich kann eh nichts hören. Das finde ich gut. Das ist einfach so. Oder... Ja, also das Lied war ja immer, es kam raus und man hat doch auch ja, einen Gute-Laune-Song. Aber dann, das genervt war, was daran nervte, war, dass alle Leute versucht haben, diesen Tanz zu tanzen. Aggressive Menschen standen voreinander und jeder konnte es besser als der andere. Es war immer, alle haben irgendwie so, nein, es geht so, ich muss so machen. Das war das, was mich eigentlich an dem Song genervt hat. Finde es gut. Auch dicke Männer und Frauen haben den Song getanzt. Ja, zu den Mädels natürlich. Zu den Mädels. Zur Jugendsendung. Entschuldigung. Auch unser nächster Platzierter, meine Damen und Herren, ist von Ihnen zu Hause gewählt worden. Jetzt kommen die großen 3 und hier ist unser Bronzener Platz 3. Platz 3. Take Me Tonight von Alexander. Die langweiligste Nebensache der Welt. Schluck. Dazu muss ich jetzt was sagen. Ja, sicher. Also was heißt denn jetzt Take Me Tonight? Witzig ist eigentlich an dem Song, dass ja Take Me Tonight auf Deutsch nichts anderes heißt als nimm mich im Sinne von ficken. Ja? Und wenn man dann jetzt sich überlegt, wenn man das so in England singt und der Brite an sich hört dann sowas wie fick mich heute Nacht, alles ist möglich, Zeit ist auf meiner Seite, die Welt ist wunderschön. Dann möchte man eigentlich nicht in der Haut des Briten stecken. Nimm mich heute Nacht, finde ich sehr schön von der Idee. Ich glaube, dass Alexander nicht wirklich weiß, was er da singt. Der konzentriert sich wahrscheinlich darauf, seine Flashdance-Tanzbewegungen zu machen. Ich mag dieses Pathos überhaupt nicht. Ich glaube, der kann doch nicht mal mehr einen geraden Satz sagen, ohne mit der Hand nach vorne zu gehen. So, damit er dir dann auch gleich ins Gesicht springt. Und das finde ich sehr, sehr unangenehm. Ich weiß nicht, hat der sie noch alle eigentlich? Der ist eine totale Nervensäge und auch dieser Song ist wirklich eine Qual für die Ohren. Aufhören! Ein wunderschönes Super. Lied, wie ich finde. Ja. Ein Lied für alle Lebensbereiche. Ja, Bahnhöfe, Klasse. Supermärkte, Schlachthöfe. Finde ich schon. Den haben wir noch in der letzten Sendung schon vergessen. Jetzt ist er schon wieder da. Es ist am Kotzen. Ich warte noch auf den Moment, dass er einen zweiten Song rausbringt, dass ja alles dasselbe ist. Take me like the wind, you know it's so true. Ist geil, aber da merkt man, dass da Bohlen dran war. Ja. Also an den Songs. Spielt ihr den bei MTV eigentlich? Nein, absolut das nicht. Nein. Gott sei dürfen wir Dank. Nicht. Also Viva spielt ja, wir nicht. Ist ja auch ein Hit geworden. Ja, genau, wir schrieben jeden Schrott. Die gibt es übrigens auch als Klingelton, wenn ich das mal hier genau. Aber er hat mich schon mal backstage auf einer Veranstaltung so auf die Schulter geklopft und gefragt, darf ich nicht mal zur MTV kommen?
schlimm, oder? Das ist peinlich, dieses Kratzen, dieses wie dieses Schütteln von Gerhard Schröder. Tat mir auch echt leid. Am Bundeskanzler Bungalow. Lass mich rein. Nee, du musst wieder nach Prag an den Bahnhof. Ne? Weil ja in Deutschland dürfen Strichjungs ja nicht. Deswegen. Ach komm, der ist doch so nett. Und wir sind alle wahnsinnig gespannt, meine Damen und Herren, denn hier kommt sie, ihre Nummer 2. Platz 2. Heartbeat von Daniel Kübelböck. Die fleischgewordene Menstruationsbeschwerde. Ich mag ihn einfach. Ich habe ihn ins Herz geschlossen und ich mochte ihn von Anfang an als Phänomen, als schrägen Vogel, als Typ. Und wir wissen alle, dass er nicht immer die Töne trifft, aber er ist auch mit ganz viel Herz dabei. Mich persönlich würde es vielleicht weniger nerven, wenn das ein Typ gesungen hätte mit einer anderen Stimme. Weil mir geht die Stimme halt von Kübelböck tierisch auf den Sack. Ich meine, er als Mensch kann man ja sehen, so oder so, aber die Stimme ist einfach zum Kotzen. Das ist, glaube ich, auch ein sehr nettes Kerlchen. Wahrscheinlich ist er doof. Red nicht mehr mit mir. Red einfach nicht mit mir. Du findest mich scheiße, ist gut, red nicht mit mir. Da ist doch schon alles gesagt worden irgendwie. Mit 18 Jahren hat er doch wirklich alles erreicht. Warum tritt er nicht in Würde ab? Das war der muntere Eggenfeldner mit seiner musikalischen Aufforderung zur Organspende Heartbeat. Aber das ist ja das eigentlich Sensationelle, ist ja Kübelböck auf Platz 2. Ja. Was kann denn jetzt noch kommen? Was kann auf der 1 sein? Wildiger Herzbuben. Ich wusste es. Herzelein. Meinst du? Ist es das? Oder? Udo Jürgens und die deutsche Fußballnationalmannschaft? Oder ist das Argentina? Nordseeküste. Das ist ja hier Klaus. Oder Wum und Wendelin. Wum und Wendelin. Echt? Vielleicht. Alles von echt, oder? Wir haben es getan. Zum allerersten Mal. Es war auch ziemlich Frank scheiße. Frank Zander, hier kommt Kurt. Was könnte auf der 1 sein? Was könnte auf der. Vater Abraham war noch nicht. Ja, der Schlümpfe. Ja, die Schlümpfe. Was könnte auf der 1 sein, meine Damen? Das ist die Frage, mit der sich zu Hause natürlich auch schon den ganzen Abend beschäftigen. Und bevor wir das entblättern, hier noch schnell ein. Spot. Platz 1, der Burger Dance von DJ Ötzi, die prallste Junior-Tüte der Welt. Da fand ich ja einfach nur spannend, dass MTV und Viva sich geweigert haben, den zu spielen, weil er selbst denen zu scheiße war. Also obwohl er irgendwie in den Top 10 der anonymen Alkoholiker-Trendcharts war oder so, haben sie das Lied nicht gespielt. Eine Pizza hat, Kentucky Fried Chicken in der Pizza hat. Ist doch super. Wenn man, ich glaube, jeder, wenn er irgendwie was besoffen ist, wird sofort auf die Tanzfläche springen und das mitmachen. Jeder. Gehe ich fest von aus. Ich kann mir die Millionen von genervten Eltern vorstellen, die diesen Scheiß sich haben den ganzen Tag anhören müssen und die Kinder durchs Haus laufen und wir machen hier Pizza Hut und Burger. Ist natürlich eine unglaublich bescheuerte Nummer. Das Lied ist unverschämt. Also das ist echt sowas von blöd und daneben, ich meine, da kann man ja auch alles andere drauf singen. Da kann man ja auch Mercedes mit Autos das machen oder mit allem eigentlich. Es ist, also so unter das Niveau habe ich, glaube ich, überhaupt noch nie gehört. Also so blöd und hirnrissig. Also das nervt mich wirklich, wenn es läuft. Da kann ich wirklich nur noch abschalten und wenn irgendein Sender das spielen sollte, habe ich den das letzte Mal gehört. Die absolute Nummer 1, meine Damen und Herren. Die Nummer 1 der nervigsten Popsongs aller Zeiten. DJ Ötzi mit seinem Burger. Katastrophen. Sie sehen, das Publikum ist genau Ihrer Meinung. Sie haben ihn auf Nummer 1 gewählt. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich und bedanke mich vor allen Dingen bei Mirja Böhs. Ingo Appelt. Tschüss bei den 100 nervigsten Popsongs.